Chicago, USA. Cult member Nathan Kasongo has returned to the slaughterhouse he worked at in his youth. Determined to summon the demon Azazel, Nathan uses live pigs as sacrifices to perform the ritual. And as his body wastes away, he is plagued with a hunger that cannot be satisfied. You've tracked your friend down, hoping to reverse the ritual and put a stop to the bloody carnage. Ah, der gute alte Azazel, ne? Ja, hab der ich Typ macht vermisst. Auch wirklich, der macht so viel Zeug. Okay, okay. Kennt ihr eigentlich die Story von dem Spiel, oder soll ich die mal ganz kurz erklären? Erklär die mal. Also, die Story ist ja so, dass wir am Anfang bei so einem komischen Häuschen, ne, in der ersten Karte, wo wir diese Ziegen da auch verbrennen müssen, uns ja. mit dem Dämon Azazel angelegt haben. Ja. Und diese, ich sag mal jetzt Dämonenjäger, die werden dann immer wieder von dem befallen, ja. Und diese einzelnen Szenarien, Irrenanstalt und auch dieses japanische Spa oder was es da war, dieser Geisha-Garten, das sind immer wieder Mitglieder aus dem Team. Und Nathan ist halt auch einer aus dem Team. Und das Interessante ist, so war es zumindest bei den anderen Karten, du kannst den Charakter, der hier drin von Azazel befallen wird, nicht spielen. Also den muss man dann immer quasi zurücklassen. Den kann man nicht auswählen. Das okay. ist... Zum, das ist die Story halt. Und hier stehen dann ja auch immer so kleine Briefchen und dann können wir alles lesen. Okay, geil. Hier ist du vor? Ich lese mal vor. Dieses kleine erst eine Schweinchen. Erst eine Anmod. Ach, das war schon die Anmod, Knu. Wir hatten jetzt so ein schnittiges Intro. Aber wir haben die Leute noch gar nicht begrüßt. Gut, für die Knu-Menschen da draußen. Hallo, Knu-Leute. Ich habe gehört, ihr braucht eine kleine Anmoderation. Und deswegen machen wir das jetzt. Und zwar... laden wir euch heute herzlich zu einem unglaublich gruseligen Abenteuer ein. Mit dabei ist der Max. Miauts, genau. Und natürlich Gnu. Yeah! Und, bist du zufrieden? Sehr gut. Lasst einen Daumen nach oben da und ein Abo, würden wir uns freuen. Und stimmt. Alle verlinkt unten in der Beschreibung. Stimmt, das abonniert ist die Glocke. Wichtig. Ja. So, was haben wir hier? Wir haben hier ein Briefchen. Wollte ich gerade lesen. Dieses kleine Schweinchen ging auf den Markt. Dieses kleine Schweinchen blieb zu Hause. Dieses kleine Schweinchen hatte Roast Beef. Kannibalismus, auch irgendwie krank. Ja, irgendwie dieses kleine gruselig. Schweinchen hatte niemanden und dieses kleine Schweinchen hat niemanden was getan. Nur weil ich ihm den Scheißkopf eingeschlagen habe. Bussi, Bussi, eure Knu. Wow, alles ideell. Hey, du sollst nicht von meinem Ex-Partner reden. Bist du verrückt? Was du hier wieder für Sachen machst. Ich glaube, das ist eine relativ entspannte Geschichte hier. Ich glaube auch. Was soll hier schon passieren? Also, was müssen wir denn hier mitnehmen eigentlich? Öl vielleicht, um Öl? Beef zu machen. Okay, Lampen haben wir noch, die funktionieren auch schon. Damit können wir einen Alarm legen, ne? Du bist einfach gerade hier durch Knochen gelaufen, das ist dir klar, ne? Ich glaube, damit können wir ihn aufschrecken. Was hast du da getan? Ich könnte mir vorstellen, dass wir Lärm machen und er kommt dann angerannt und sagt, ich möchte euren Azazel anfassen. Also man musste ja früher immer Ratten nehmen, die elektrisieren oder Ziegen. Das, genau. Die, genau. Das heißt, ihr müsst jetzt irgendwie Schweine finden und die anzünden, nehme ich mal an. Deswegen ist hier das hier dieser... Alter, hier ist so eine Schweinehälfte. Auch wenn, wenn du da so durchlaufst. Die stinkt auch ein bisschen. Ey, was ist das denn hier? Ich hab was gefunden. Eins von 25 Rosenkranzdraht. Ah, ja. Jesuskrone. Sehr gut. Oh, what was this? Alter, was leben hier noch Schweine? Nee, das sind auch Rinder. Hier ist alles. Boah, das ist gar nicht mehr so fresh. Das riecht auch ein bisschen. Eher Rinder, oder? Als Schweine. Boah, das sind Innereien, oder? Habt ihr ein Medikit? Hier liegt nämlich noch eins. Ja, ich habe jetzt hier irgendwie so eine kleine Öllampe oder was auch immer. Das ist ist das scheiße? Musst du die du benötigst den dritten Tierstallschlüssel. Man kann da einfach drüber steigen. Oder kann ich das nicht von der Seite nehmen? Nee, schade. Guck mal, das Schwein ist doch besessen. Schaut euch mal die Augen an. Das ist doch besessen. Oh, das hat gar keinen Bock. Ja, die fliehen dann jetzt gleich, ja? Wahrscheinlich, ja, werden die wegrennen. Wie die Ratten und die Ziegen und... Was war das? Ja. Spinnen, ne? Ja, das war das ja, Übelste. Ja, das war auch ätzend, ja. Also Spinnen waren für mich der Endgegner. Wow, was war das? War was? Hier, ich bin... Wo bist du?
Ich bin hier ein Stück weiter zwischen den Schweinehälften. Achso, hier? Hä? Ah ja, boah. Irgendwas passiert. Müssen wir einen Strom einschalten oder so? Na warte mal, wir müssen doch erstmal den Dude finden, oder? Nee, ich glaube, wir müssen erstmal das erste Opfer bringen, oder? Ich glaube, wir müssen erstmal Strom oder sowas einschalten, weil die Tür da drüben hat einen roten Knopf und der war eben gerade grün, bis es irgendwie so eine Sicherung oder sowas rausgehauen hat. Ah, okay. Das ist ja wie bei Phasmo. Hier ist übrigens noch ein Brief. Rezept für gekochten Schweinekopf. Haare, Augen, Schnauze und Gehirne entfernen. Für 2 Stunden in Salzwasser einweichen lassen, das Wasser 3 oder 4 Mal austauschen, den Kopf gut abtropfen lassen und in einen großen Topf legen. Den Topf mit kaltem Wasser überkippen, entweder 3 bis 4 Stunden köcheln lassen oder bis der Kopf weich ist. Okay, ich habe auch noch eine Nachricht. Ich habe sie alle gefangen, alle, für das Ritual. So einfach. Komm her, kleines Schweinchen. Schweinchen, besser diese Schweine sterben auf diese Weise und nicht geschlachtet, um diese gierigen menschlichen Mägen zu füllen. Ihre Seelen werden mir Kraft verleihen, uns. Sie geben uns Kraft. Ich habe was gefunden, ich habe einen geheimen Trick gefunden. Ist überall scheiße. Hier drüben kann man durchs Gitter klettern. Oh. Was? Wo, was? Da, wo wir eben gerade waren. In der Area. Okay, ich komme mal zurück. Und da sind kleine Schweinchen, die nagen an, keine Ahnung, Menschen. Einem Menschen, ein Kind vielleicht sogar. Das sieht krank aus. Das sieht richtig krank aus. Hey, Kies, komm, da haben wir richtig Bock drauf. Warte mal, wo bist du denn? Warte, hier. Da, wo wir eben waren. Da in dieser großen Halle, wo die Schweinchen runterhängen. Ja, da bin ich. Okay, da bist du, okay. So, wo? Ah, ja, aha. So, hier durch. Du krabbelst. Die essen doch. Das ist doch kein ausgewachsener Mensch. Was ist jetzt? Ich habe keine Ahnung, ich hab die erschreckt, aber hier ist ein Zettel. Soll ich mal lesen? Ja, lies mal vor. Sie sagen immer, es ist meine Schuld. Ich habe es sowas von satt, jedes Mal 12 Stunden Schichten mit diesen Arschlöchern. Entschuldigung, Kollegen. Nur eine kleine Pause. Ich bin mir ziemlich sicher, dass meine Haare ausfallen werden. Sobald ich qualifiziert bin, bin ich hier raus. Ich werde diese Welt bereisen. Wie zum Beispiel Borden? Vielleicht komme ich auch eines Tages wieder zurück und zeige Ihnen allen, dass ich es geschafft habe. Aber warum fallen ihm die Haare aus? Verstehe ich nicht. Durch den Stress vielleicht, oder? Ach so, dann habe ich zu viel Stress, okay. Also hier geht's runter. Und hier geht's da rein. Ich folge mal den Schweinen. Oh. Guck mal hier, ich bin runter. Ich glaube, du bist mir. Ich habe auch wieder einen Brief. Nach einer Weile arbeiten, gewöhnt man sich an diesen Lärm. Den Lärm, den die Schweine machen, wenn man sie tötet. Es stört mich nicht mehr so wie am Anfang meiner Zeit hier. Es ist schnell vorbei. Vielleicht ist das seltsam, aber ich beneide sie dafür. Keine Arbeit für Schweine. Keine Probleme. Einfach nur essen, 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 essen. Den ganzen Tag. Als wären sie so hungrig, dass nichts sie sättigen kann. Irgendwie weiß ich, wie sich das anfühlt. Oh, Schweine, hier die oben den ganzen Tag nur fressen. Hier geht Party ab, Leute. Und zwar müssen wir hier in den Schacht. Vorsicht. Und da sind noch mehr Schweine, oder wie? Oh, was ist das? Ich weiß es nicht. Also sind es Augen oder ist es eine Lampe da hinten? Das sind, glaube ich, Augen. Wo? Ich sehe nichts. Wieso sehe ich nichts? Weil die Taschenlampe aus ist. Warum ist sie aus? Ich weiß es nicht. Was ist denn das? Was macht denn hier so komische Geräusche? Ah, der ist da drin. Ich glaube, wir müssen ihn grindern. Hier ist müssen wir da hoch? Ist, warte. Ich geh mal hoch. Und dann gucken wir da rein. Na guck mal, da oben steht doch einer. Wo steht wer? Der ist weg. Oh. Der stand hier. Oh, super. Kann es sein, dass wir hier die Schweine aufhängen müssen? Dass wir die irgendwie vielleicht hier an den Haken... Ja, und dann wir müssen die hier... Boah, und dann müssen die da oder runterschubsen oder so. Damit er die Körper nicht verwenden kann, müssen wir die zerstören. Oder wir müssen halt so ein fieses Power-Mat draus machen und dadurch werden wir super stark und können ihn voll auf die Fresse boxen. Ah! Was ist? Nix. Gut. Knus Ex-Freund ist hier im Schacht, Vorsicht. Ja, aber wirklich. Also ich Vorsicht, geht da nicht rein. Ich habe hier eine Tür geöffnet. Kann man die nicht verbrennen? Wo seid denn ihr gerade, Leute? Im Schacht. Ich bin in den Schacht gegangen. Ach, du bist auch im Schacht. Was für ein Schacht? Wo wir hergekommen sind? Nee, hier oben ist noch ein Schacht gewesen. Da bist du drin? Klar, ich bin schon durch. Boah, aber was da ist doch ein Monster gewesen. Süß. Den habe ich verjagt mit meiner Taschenlampe. Ach so. Mhm. Hier rascheln irgendwelche Gebeine. Das war ich. Ich bin auch wieder hier über jemanden gestolpert. Oh, ich habe einen Schlüssel gefunden. Stimmt, Schlüssel.
Ich habe, Kiestro hat den dritten Tierstallschlüssel aufgehoben. Na also, geht doch. Hört ihr das? Ja. Ja, hat er mal Durchfall? Ne, ganz andere Nummer. Oh mein Gott, wieso ist hier ein Flamingo mit dem... Wie geil ist das denn bitte? Okay, also ich glaube, wir müssen irgendwie mit diesen Öldingern müssen wir wahrscheinlich das einfetten. Oh Gott, ey. Was ist da? So ein halber Mann, der da rumflitzt. Genau, den meine ich. Vor dem habe ich mich erschrocken. Oh, verflucht! Alter, du musst ihn verbrennen. Ja, wo sind sie? Wo sind sie weg? Holy shit, die kommen jetzt schon. Ja. Nee, ich glaube, das ist, hä? Müssen wir den Grinder irgendwie dann... Oh, hier geht's auf. Was sind das für schizophrene Räume hier? Ist ja furchtbar. Das ist übel verstört hier alles. Boah, ich habe einen komplett verburnt. Ach, guck mal, die lassen Knochen droppen. Hier, was kann man damit machen? Die weglocken? Ich habe Knochen gefunden. Guck mal hier, Max, komm mal zurück. Irgendwie lässt er sich nicht verbrennen hier. Max, du musst zurück. Das ist der Typ! Ach so! Oh Gott. Alter, wie krass sieht das aus? Was, ich wollte ihn gerade verbrennen, aber der rennt hier mit so einem Schwert. So ein, ja, der, hat so, nee, der macht daraus eine Maske oder sowas. Oh, guck mal, hier liegt ein Knochen rum. Oh, ja. Kommt der jetzt hinter uns her? Ja, renn! Fuck! Ist der hinter uns? Oh Gott, das ist ja richtig schlimm. Ich weiß es nicht, ich glaube, der ist weg. Im Moment müsste er ja noch relativ schwach sein. Der wird immer stärker. Ja, aber was der jetzt schon aktiviert ist, ist voll schwer. Ja, was machen wir denn mit dem Knochen jetzt? Keine Ahnung. Kommt der? Ist das so ein Liebesknochen? Oh, er kommt, Hilfe! Den kannst du nicht wegstrahlen. Sie kann ihn so lähmen normal. Ja, okay. Ich hab ihn gelähmt. Oh, ist widerlich. Boah, ist der widerlich. Guck mal, wir müssen jetzt runter an Stall 3, weil ich habe den Schlüssel für Stall 3. Mhm. Da waren aber wir müssen mal checken, was wir mit dem Öl und den Knochen machen. Jetzt müssen wir wahrscheinlich erstmal Stall 3 öffnen. Das wird schon, weil da ist Kacke drin. Und ein Schwein. So, guck mal, also hier ist Kacke. Können wir mit der Kacke die Schweine anlocken? Er hat die Kacke, oder? Ich habe die Kacke aus irgendeinem Grund gegessen. Das ist nicht dein Ernst. Ich habe die gegessen gerade. Das ist so eklig. Ich habe wirklich gerade die Schweinekacke gegessen. Weil ich mit einem Knochen, du machst ein ganz eigenes Spiel daraus, oder? Knochen, komm mal, wo ist der Mann mit dem Knochen? Ich hab den Knochen, wo bist du? Komm mal runter, ich bin runtergegangen. Bei den Schweinen. Ich bin auch unten. Runter. Ja, jetzt ist da, wo der Stall ist. Da sind überall Stellen. Wie du barfuß rumläufst. Durch die Kacke. Mhm. Guck mal hier, der Freezer geht jetzt wieder. Ach, die kannst du jetzt aufmachen, die Freezer. Ah, da bist du. Warte mal, ich komm zu dir. Falls komm mal zu mir. So, hier, okay. Drop mal einen Knochen zu dem Schwein hier. Ich friss ja den Knochen. Ja. Alter, was ist das? Oh mein Gott, yo! Achtung, Alter. Hinter dir! Okay, das sind die kannst du verbrennen. Ich hab einen Schlüssel. 5. Tierstall. So, jetzt. Ja, nice, perfekt. Okay, ja, guck, ich hab das Schwein. Und ich jetzt müssen wir das oben bestimmt an den Fleischhaken kloppen. Okay, ab in den Grinder damit. Soll ich hier noch ein Tierding aufmachen, oder? Ja, wir brauchen dafür erstmal Knochen. Öffnen. Nee, lass mal die noch drin. Weil wir brauchen. Wo war denn der Grinder? Alter, diese Map ist aber auch echt noch ein bisschen verwirrend, oder? Ja, Wahnsinn. Oder? Oh nein. Ich glaube, ich weiß, wo es zum Grinder geht. Okay. Oh, ich dachte, das bist du. Oh. Ich sehe halt ein bisschen aus wie er, ne? Dein Aussehen macht mich fertig, ey. Ich habe noch einen. Ah, nee, ich habe nicht. Komm mal mit. Ich habe noch einen Schlüssel. Nee. Erster Tierstall. Komm mal mit. Wo ist, komm mal mit? Hier. Dreh dich um. Ah ja, natürlich. Das ist noch ein Zettel, by the way. Ich weiß nicht, ob wir den schon hatten. Boah, wie riesig ist denn diese Map? So, die und ich glaube, jetzt können wir hier den Freezer aufmachen. Ich glaube, da geht's dann auch zum Grinder. Hier. Da ist es. Ah ja, perfekt, okay. Und jetzt gehen wir hoch und schmeißen das Tier an den Haken. Ich würde es vermuten, ja. Ich mach das jetzt einfach mal, sehen, was passiert. Da oben ist der Dude. Oh Gott, der rennt hier oben rum. Ja, aber hau ran, der ist ja noch langsam. Oh Gott. Jetzt vielleicht mit Benzin noch übergießen, kann es sein? Und dann? Nee, wahrscheinlich müssen wir unten die Maschine, warte mal. Oder die Maschine. Unten war ein Hebel. Unten war irgendwo ein Hebel. Ganz hinten. Guck mal hier, hier sieht so aus, als müsste da Sprit rein oder irgendwas. Komm mal, hier unten. Ich glaube, hier unten der Hebel und den musst du jetzt ölen, dann können wir drehen oder wahrscheinlich irgendwie so. Ich dreh mal dran, ich kann drehen. Ja, das Schwein kommt. Aber die Maschine muss ja auch noch laufen. Aha. Ich suche euch gerade ganz verzweifelt. Nee, da muss irgendwas betankt werden. Der Dude ist übrigens hier, ne? Ja, ich sehe, aber der ist noch ganz langsam. Der ist noch harmlos. Der walkt hier so ein bisschen rum. Puh. Vielleicht müssen wir hier irgendwas reinpacken und da kommt was raus. Wir brauchen auf jeden Fall Sprit. Ich hab Sprit. Wir müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen.
Ich finde euch nicht, ich habe mich verlaufen. Wir sind in der Kühlkammer. Da war ich auch gerade. Ich bin jetzt gerade oben. Es geht hier nochmal runter in den Keller, da waren wir aber schon, oder? Hier. Ja. Ich hab's. Ja, du musst es da hinten betanken, so wie ich es mir dachte. Wo, warte mal, oder? Das ist ätzend. Ding läuft. Also das hat man schon. Was? Das Ding läuft. Schweinchen okay. Kommt jetzt rein, jetzt kannst du gleich die Show genießen. Boah, Alter. Uff. Oh. Ich hab die Show verpasst. Wo ist der? Der ist hier irgendwo. Der ist in der Kühlkammer. Steht. Jetzt ist er erst aktiviert, richtig. Davor war er. Ganz kurz, wo hast du jetzt das hier Sprit, die Kurbel ölen? Hier und dann? Hier Sprit rein. Den Sprit da rein. Ich mach den Sprit rein. Okay, dann lege ich meinen Sprit davor. Ja. Wir sollten allen Sprit, den wir haben, hier versammeln. Hey. Der Dude kommt, ich glaube, er kommt. Nee, das ist die Maschine, die jetzt rasselt. Der ist jetzt immer. Bis zu drei Schweinen müsste der eigentlich chillig sein. Ja, geht so mit dem chillig. Hier ist noch ein Sprit. Den nehme ich auch. Wir brauchen mit. Halt auch Knochen, ne? Und die Knochen droppen die Zombie-Dudes. Okay. Weil die brauchen wir, um die Schweine halt anzufüttern. Okay. Leg auch mal die ganze Heilung. Oh Gott. Oh Gott. Ist tot? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hat er dich da reingeschmissen oder warum ist es angegangen? Okay, wo bist du? Ich bin sowas von down. Ja, aber wo? Ich bin in irgendeinem. Ich bin in irgendeiner Lagerhalle oder sowas. Hier krabbelt irgendwas auch am Boden rum. Bin ich gar nicht tot? Ich bin gar nicht tot. Was hab ich denn? Oh, warum ist denn hier alles voll Blut? Hier rennt eine Kettensäge. What the fuck, Alter? Wo bin ich, Mann? Wo bin ich denn jetzt gelandet, ey? Heilige. Hier rennt der Typ rum. Ja. Hier ist eine Falle, alles klar. Burn das Schwein. Kann man sich denn hier etwas... Oh Gott, lauf doch, Gnu! Oh Gott, ich bin weg, ich sehe nur deinen Arsch, Kies, ich sehe nichts! Ja, ich kann nichts anderes machen! Kies, ich sehe nichts! Ich sehe nichts mehr. Okay, Max ist da unten tot. Oh Gott, der kommt! Ja, ich komm raus, ich bin raus. Lauf! Ich kletter hier mal raus und versuche euch mal irgendwie zu sagen, wo ich bin. Ich glaube, ich bin im Keller. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Warum schreit denn so dumm? Aber ich hol dich. Ich sehe dich, Max. Ich hol dich. Okay, gut. Ich versuche mal die Treppe hier hochzulaufen. Nee, bleib einfach stehen. Bleib einfach stehen. Okay, nice. Hier ist ein Knochen. Kann ich dich wiederbeleben? Geht irgendwie nicht. Hast du ein Medikit? Ja. Nee, man braucht ein Medikit. Ich habe ein Medikit. Aber hinten liegt ein Knochenkies, nimm den mal. Ich hab Schlüssel 1 und 5, dann können wir damit schon mal ein Schweinchen holen. Dankeschön, wie gesagt, wir sollten erstmal alles an Sprit hinlegen. Wir brauchen ja neuen Sprit quasi. Okay. Ja, ich habe zwei Sprits habe ich hingelegt. Ich suche mal ein neues. Hier ist noch eins. Ja, nimm mal mit. Jo. Die legen wir jetzt alle einfach mal hin. Ich suche auch noch mal. Genau. Also unten. Der Dude ist echt eklig, Mann. Der ist echt eklig. Ja, wir haben es gesehen, der war echt nicht. Ich finde ihn eigentlich ganz nett, ich weiß nicht. Mhm. Wir treffen uns immer dienstags zum Kartenspielen. Das ist eigentlich ein bisschen verschwiegen. Wow, holy shit! Das sagt einiges über dich aus, ey. So, jetzt. Ey, die Schweine, die sprinten ja von Anna. Oh mein Gott, pass bei den Schweinen auf. Eigentlich ist die Karte gar nicht so verwirrend, finde ich. Guck mal, hier haben wir schon jetzt einiges an Sprit rumstehen. Ich habe hier einen Schweinestall, ja. Ja, da lag auch noch ein Knochen. Ja, den habe ich eben gerade hingelegt. Ah, okay, nice. So. Wir wollen ja erstmal nur Sprit. Einfach alles an Benzin jetzt suchen. Da hinlegen, ganz gemütlich, ganz gechillt. Ja, also ich hab. Haben wir das schon gelesen? Ja, das haben wir schon gelesen. Also ich hab einen Knochen. Wenn wir irgendwo ein Schwein finden. Ich hab noch ein Öli. Einfach immer vor die Maschine legen. Ja, Schweine werden wahrscheinlich in Boxen Öli. Sein. Gehe ich mal von aus. Hör ich ein Schwein oder. Ja, das ist ein Schwein, okay. Ich habe auch diverse Medikits einfach mal vor den Hexter gelegt, weil es ja der Punkt, wo wir quasi immer hin müssen. Jo. Hier ist nochmal Öli. Ist hier noch ich kann nur eins tragen. Ist hier noch ein Schwein, dann kann ich nämlich direkt den Knochen hinlegen. Das wäre eigentlich jetzt praktisch. Wieso sind die alle tot hier?
Ah, ich habe noch ein Öli, dann, ja, dann schmeiß ich das. Kann ich das. Ah. Hier, folgt mir Gnu. Wie drop ich das? Geh. Oh, ich hol kurz das andere noch. So, jetzt haben wir 1, 2, 3, 5. 5 Öl. Noch eins. Eins ist drin, sind wir bei 6. Gnu hat noch eins, sind wir bei 7. Fehlen noch 3. Hier gibt's auch Batterien? Die sind für die Taschenlampe. Ah ja, okay, hier ist ein Schwein. Das heißt, können wir schon aufmachen? Hier muss irgendwo noch eins sein. Ich habe hier noch irgendwo eins liegen gesehen. Ich habe es verloren. Ah, hier. Ah, hier ist aber noch ich glaube, nee, ich glaube, es ist noch irgendwo. Hier, genau, das hatte ich noch. Ich habe auch noch eins. Guck mal, hier ist wieder Kacke drin. Für was ist die Kacke gut? Oh, holy shit. Ja, aber die, das sind die, die... Okay, die kriegt man weg. Die kriegt man easy weg. Du kriegst eigentlich alle weg, außer ein Chef. Ja. Wie das klingt, wenn man sich ja, da durchbewegt, ne? So. So, Medikit lege ich hier auch nochmal hin. Noch zwei. Ich gehe nochmal oben lang gucken. Unten, ganz unten war, glaube ich, noch irgendwo was. Ich guck nochmal. Wer hat denn jetzt so einen Schlüssel für einen Schweinestall? Weil hier ist Schweinestall 4. Ich habe 1 und 5. Ja, hier ist 1. Aber was macht mit. Was, ich habe noch ein Öli. Was ist die Kacke gut? Vielleicht. Das ist eine gute Frage, Leute. Weißt du, wofür die Scheiße gut ist? Na, das easy ist. Ja, aber was habe ich davon? Superkräfte? Na, auf jeden Fall. Weiß ich nicht. Warte mal, die Taschenlampe habe ich jetzt schon gecharged. Gut für die Haut. Bestimmt. Ihr meint so eine gute Kackepackung. Die macht mich jung und zart. Ja. Und sexy. Und begehrenswert. Sehr. Oh, the shit. Ich gehe nochmal in den Keller. Hat es aber auch nicht ohne, ne? Die ist schon ganz schön verwinkelt. Es geht eigentlich, finde ich. Die Schweine nerven hier, diese Eber. Aber die geben keine Knochen, interessanterweise. Bis jetzt habe ich davon einige verbrutzelt und habe nicht einen Knochen bekommen. Ich habe noch ein Öl. Nee, aber die geben auch keine Knochen, meine ich, oder? Dann haben wir jetzt alle, wenn du noch ein Öl hast. Ach, das war's. Meinst du, war das letzte? Ja, ich habe nämlich gerade auch noch einen hingeworfen. Es müssten jetzt eigentlich enough sein. Also wie gesagt, eins ist ja betankt. So, ich zähl mal durch. 2, 5, 7, 9. Ja, das waren alle. Okay, ist schon eins betankt. Das heißt, wir brauchen jetzt Knochen und Schweine. Dann lass doch mal den ersten Stall öffnen. Ich habe einen Knochen noch. Also ein Knochen liegt schon aber bei den Schweinen. Aber wie kriegen wir mehr Knochen? Weil bis jetzt habe ich noch keinen einzigen Knochen bekommen. Ich glaube, dass die jetzt immer erst spawnen, wenn wir, umso mehr wir opfern. Ich glaube, das machen die einen nicht mehr so leicht, dass die jetzt alle schon da sind, wir das alles horten können, sondern dass die jetzt pro Schwein... Denkst du, das wird jetzt richtig hardcore? Mm. Ich lege mal alle Knochen ab bei den Schweinen selber. Weil ich sehe gerade nur noch Wildschweine. Also normale, diese Typen, die rumkriechen, sieht man gar nicht mehr. Gut, aber das... Ja gut, dann mach mal eins hier auf. Hier sind Knochen, ja, okay. Wo ist eins? Zwei. Hier, eins. Guck, jetzt kann ich hier die Kacke naschen. Nom, 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 nom. Oh, why? Geil. Max, willst du auch ein bisschen? Ja, warte, ich komme. Hab da ziemlich Bock drauf. Guck, jetzt kannst du das Schwein hier dir schnappen. Das kleine Ferkel. Es gibt ja noch einen dummen Stall. Da sind ja 4 Stück drin. Die werden sich dann alle überall hin verpieseln. 5, soll ich auch noch 5 machen? Ja, warte. Lass Max erst noch hierher kommen. Oh, sorry. Oder? Ja, ja, Max, ja. Du wolltest ja unbedingt hier den dampfenden Haufen snacken. Ja, darfst du essen. Safe. Ist da drin. Für was ist es aber gut, Chat? Für was ist es gut? Soll ich das Schwein schon mal vielleicht reinkloppen? Vielleicht mal Devourer verschlingen und wir dann die Scheiße verschlingen? Dann also verschlinge Schweine, ich jetzt die Kacke. Jetzt, wo ich da bin. Ja, du kannst es nicht, weil du Schwein in der Hand hast. Ach so. Ach, man kann nur Kacke essen, wenn man beide Hände frei hat. Ja. Also, ich lese euch nochmal ganz kurz vor. Ich habe sie alle gefangen. Alle. Für das Ritual. So einfach. Komm her, kleines Schweinchen, Schweinchen. Besser diese Schweine sterben auf diese Weise und nicht geschlachtet, um diese gierigen menschlichen Mägen zu füllen. Ihre Seelen werden mir Kraft verleihen. Uns. Sie geben uns Kraft. Ganz süß eigentlich, was gefällt. Hier gefällt. Ron, bist du's? Niedlich. Nee, das ist, glaube ich, was anderes. Das ist eine ganz andere Geschichte. Ich gehe nochmal durch die Kühlkammer. Ich habe noch... Oh Gott, was war das? Ich habe ein Schwein reingekloppt. Boah, Alter, ich habe mich so krass erschreckt gerade. So, jetzt tanke ich direkt wieder und kann Max seins noch da oben rein. Ja, ja, ja.
Aber jetzt wird er langsam wütend. Bei 3 ja, legt er los. Damit, so rein, Haus, rein, Jietes. Oh, das Arme. Ich bin ja schon dran. Hängt es da oben? Ich höre den irgendwie gefühlt direkt neben mir. Ich kurbel. Ich mach direkt. Wo ist denn der Dude? Keine Ahnung. Das klang ganz so, als ob der wirklich neben mir steht. Das hört sich immer so an, glaube ich. Lass uns aber zusammen den trinken. Boah, es ist übel, Mann. Ich mach direkt die nächste Ladung rein. Bin ich abgestumpft? Vielleicht ist so irgendwie. Boah, ist auch ein Job. Achso, du machst schon, weil ich habe eben auch reingeschüttet. Guck mal, wir füllen da unten das Pentagramm, ne? Mit Blut. Ja. Mega gut, ja. Okay. So, Blut jetzt ist er aber auch ein bisschen, ne, wütend. Er ist richtig pisst. Gnu, hast du noch ein Schwein? Nee. Okay, dann komme ich zu euch runter. Jetzt müssen wir Schlüssel finden. Wir brauchen Schlüssel. Genau. Ich kann es sein, dass die erst jetzt auch spawnen, weil die haben ja nirgendwo. Keine Ahnung. Was gesehen. Am Ende haben wir irgendwie einen Bereich. Was ist hier los? Ah, es öffnen sich Türen. Es schließen sich Türen. Nee, bei mir schließen sich Türen. Die sind am Arsch. Ja, der macht immer wieder auf und zu. Ich komme hier nicht mehr raus. Ich bin im scheiß Kühlfach. Ich friere gerade ein. Echt jetzt? Was? Ja, Mann, ich kann nicht mehr schnell laufen. Oder bist du noch geduckt? Jetzt kannst du raus. Raus. Geh auf. Boah, wir gehen auf Tür. Einmal drücken. Ja. Oh Gott, Hilfe. Alter. Ja, jetzt machen wir Schlüssel. Ja, wie viel? Boah. Wie? Gnu? Ja. Alle. Bist du da? Boah. Guck mal, oben waren wir noch nicht so viel. Oben gibt's noch voll viele Gänge und ja, Schächte lass mal und alles. Ja, Schwein. Schnee, sag ich, wieso denn Schnee? Schnee. Hilfe. Okay, lass mal hochgehen. Schnee, ja. Schwein, ist eigentlich fast dasselbe, oder? Boah, hier oben sind richtig viele Lagerhallen. Was? Wo? Oh, Schnee, Schwein. Meine Fresse. Ach so, da war ich überall, glaube ich, schon auch drin. Dann hast du auch hier den Rosenkranz mitgenommen? Die Jesus... Ja. Da war irgendwo einer offensichtlich rumgelatscht. Ja. Aber schauen wir nochmal die Räume durch, weil da habe ich ja 2 gefunden. Hier ist zum Beispiel die Tür, die zu ist. Oh, da ist auch ein Schwein. Oh gut, hier hat es auch nochmal Knochen. Ich habe Öl. Kommen Sie. Ich habe noch genügend Öl. Hier hat es auch nochmal Öl. Ja, aber uns bringen die Knochen im Moment gar nichts. Die kannst du einfach da unten rein droppen. Hier ist noch mehr Öl, warte mal. Wir bauen ja Schlüssel erstmal. Das ist ja erstmal das große Problem. Und ich habe keinen Schlüssel gefunden. Hier ist eine Taschenlampe. Ich glaube, ich habe gleich einen gefunden. Ich hab einen Schlüssel und zwar einen vierten Tierstall. Ah, wie viele sicher sind hierher weg? Weißt du, jetzt fährt ja so langsam die ganze Anlage hoch, ne? Jetzt noch einen Schlüssel, einen zweiten Tierstall. Hier sind mega viele Viecher. Ich check noch nicht genau, wie ich immer zu dem Slaughterhouse komme. Da tue ich mir noch ein bisschen schwer. Ist jemand von euch bei mir in der Nähe? Dann könnte man noch eventuell ein Ding mitnehmen, ein Medkit. Ah, warum sind hier so viele Ölfässer? Also ich weiß nicht, ich hab irgendwie Sorge. Ich hab nochmal einen Knochen. Sehr geil, wo seid ihr denn gerade? Oh mein Gott! Hier? Alter, der ist hier bei mir! Du? Oben, ganz oben. Ja. Weil hier bei mir ist ein Knochen und noch ein Medkit, was wir noch holen sollten. Ich hole den Knochen. Wer schreit denn hier in dem Gang? Der Dude ist hier oben. Deswegen, oh, cool. Cool. Ja. Hoffentlich ist er nicht in so einem Gang. Ist Gnu, aber nicht mich! Oh Gott, nein! Was? Ich hatte doch einen Knochen. Ist aber euch! Fuck, wo seid ihr denn? Vielleicht kann ich helfen. Gnu ist tot. Ich habe kein Medikit. Wo ist ein Medikit? Also. Elfen beruhigt sich durch eine bestimmte Anzahl an Betäubungen mit UV-Licht. Ja, sagst du. Aha. Ich bin irgendwas gedreht. Oh, das ist ja noch ein Schwein! Die muss ich jetzt killen, ne? Boah, 2 Schweine. Also, ich habe halt 2 Schlüssel, ne? Das heißt, ich bin wichtig für euch. Ja, ich sehe leider nicht genau, wo du tot bist. Noch gar nicht. Ach, du bist noch in diesem Raum? Ja. Okay. Ich habe jetzt mal den Knochen vor die 4 gelegt, ne? Sehr gut. Und noch ein Knochen ist auch noch oben. Da waren 2 oben und oben war auch noch ein Medkit für euch. In den Räumen. Ja. Warte mal, ich hole mir mal ein Medkit da hinten. Jetzt komm schon her, du Sack. So, jetzt könnt ihr mich holen. Ja, und wo bist du? Ich sehe dich auch noch nicht. Bist du schon tot? Jetzt bin ich wieder gespawnt, glaube ich. Achtung, Schwein! Ah, da bist du, ja. Wir kommen zu dir. Irgendwo oben, ne? Ja. Kann der eigentlich die Gänge entlang lautschen? Ja. Lautschen? Ja. Der geht durch Schächte, durch Gänge, durch alles. Mega cool. Oh, Alter, wie schnell ich wiederbelebe. Zack. Ja, geil. Wahnsinn. Danke. Hab ich hier ist noch eine Krone. Die Schlüssel hast du nicht im Inventar in dem Sinne. Die hast du immer. Ja, gut.
Habt ihr die Knochen und Medkit, die beiden Knochen und Medkit? Nee, wir wissen leider nicht genau, wo du gestorben bist. Hier irgendwo, warte mal. Hier oben? Ja, Max, du siehst doch die Items. Ja, aber ich sehe sie, sie gerade. Diese Blutpfützen machen Schaden oder sowas. Und das ist wie Säure. Oh, wow. Hier jetzt noch ein Medkit irgendwo, dass ihr das auch nochmal mitnehmt vielleicht. Wo war das? Das war hier irgendwo drin. Da. Und das noch, ja, super. Ja, also Medkit habe ich gerade in der Hand. Gut. Aber wo ist der Knochen? So gut. Einen habe ich runtergelegt. Der ist halt weggekrochen, der Typ, glaube ich. Der Knochen ist nicht weggekrochen. Wo ist Jochen? Der Jochen ist weggekrochen. Glaube ich leider. Aber dann tun wir mal den einen Knochen schon mal vor den einen Stall. Achtung, da ist Jochen. Die vier und die. Oh ja, da ist Jochen und der andere Gorilla. Oh, oh. Ich habe vor der vier habe ich einen Knochen hingelegt. Okay, und hier war doch noch irgendwo eine Eins, oder was hatte ich nochmal für einen Schlüssel? Du bist mutig, ey. Viel Spaß. Der ist doch jetzt eh im Sleeper-Mode. Das ist nicht aktiviert. Ja, ja. Flugmodus. Oh shit, jetzt okay, klar, du musstest ihn aufwecken. Wohin, wohin? Alle blenden ihn einfach, wie wäre das? Ja. Alle gemeinsam in sein Gesicht leuchten, da kann er uns nichts tun. Okay, machen wir. Da kommt ein Schwein. Gib Ruhe. Aber wie gesagt, lass mal die vier jetzt aufhebeln. Ja. Viele Schweine. Er ist hier irgendwo unterwegs. Ja, er ist hier bei den, bei den Ställen. Ja. Ist hier überhaupt die vier oder ist das gegenüberliegend? Ich weiß gar nicht, wie das... Er ist hier. Da, da, da. Ey, da kommt er. Alle drauf. Schön. Voll drauf. Jo, Armin. Ja, und jetzt ist er erstmal wieder cool. Naja. Normalerweise muss er sich jetzt einmal beruhigen. Was ist denn, ey? Psst. Ja, gell, die sind ganz schön schnell. Ich glaube, der kommt ja, wieder, kommt wieder. Nein, ja, okay. Okay, der wird erst wieder cool, wenn er einen gefressen hat. Ja, genau. So. Ich habe keinen Sprit mehr in der Taschenlampe. Ah, hier chillt daneben. Ja, nicht, scheiße. Ja, ich habe eine Batterie gerade aufgehoben. Hier bei mir wäre auch noch eine. Scheiße, wo sind denn diese Knochen, ey? Das sind die falschen Ställe. Wir müssen zu vier und so. Also ich bin, glaube ich... Ich bin hier, glaube ich, bei den... Ich glaub, der hat ja, die vier. Soll ich die vier aufmachen, Leute? Kannst du das überhaupt? Du hast ja keinen Schlüssel, oder? Ja. Ah, nee, stimmt, kann ich nicht, aber ich bin bei der vier. Ja, die ist irgendwo, wo wir jetzt da entlanglaufen. Hier, da ist sie. Okay, Knochen habt ihr? Knochen ist hier. Ja. Diesmal will ich die Kacke essen. Ist die Kacke, okay. Mein Sohn. Ist die Kacke. Achtung, hinter dir ist ein Schwein. Das will dir an die... An den Enden. Ich hab. An den After will es dir. Sehr süß. An den Aftershave. Und ich hab noch einen Knochen und einen Schlüssel, Nummer 1. Ich hab auch einen Schlüssel. Warte aber, oder? Wollen wir. Obwohl. Ich häng das Schwein schon mal ran. Für irgendeinen Käfig habe ich einen Schlüssel bekommen. Nee, hier nicht. Da steht aber nicht welcher Schlüssel. Ich hab noch die 1 bekommen. Wo ist denn die nochmal? Boah, geh weg. Einfach nur Käfig steht bei mir drauf. Da ist die 1, die ist offen. Soll ich das Schwein direkt reinknüppeln? A2 hatte ich, oder was du das? Die 2? Nee, die 2. Die 4 hast du aufgemacht. Ich hab die 2 geöffnet gerade. Okay, sehr gut. Nehm das Schweinchen. Oder du nimmst es. Nö, nimm ruhig. Rauf die Scheiße zu naschen. Nimm das Schwein. Ja, schnapp dir das Schweinchen. Okay. Schnell, friss doch. So, jetzt sind wir bei 4. Du kannst das Schwein direkt nehmen, ne? Du musst nicht warten, bis es gefressen ist. Okay. Wohin muss ich dann das machen? In die Kühlhalle. Oh, lauf, der ist direkt hinter uns, Oder wir drehen uns um und leuchten. Ja, lass mal bei mir bleiben und sobald. Ab wann kann man den nicht mehr anleuchten? Bei 7 oder sowas geht es nicht mehr, ne? Wir tun's reinstopfen. Ist der Ding. Wow, er will zu mir! Ich glaube, der ist auch irgendwie hinter uns. Genau, hier rein. Ich habe ihn erstmal wieder beruhigt. Okay, sehr gut. Ich gehe mal gucken. Oh, er ist da! Oh! No! Oh, das ist aber bitter. Wo seid ihr denn? Jetzt zieht er seine Maske auf und läuft wieder. Das ist schon richtig eklig. Das ist so Vorsicht, der steht hier. Fuck. Das okay, Problem ist, der macht doch diese Blutflecken hier, ne? Ja, ich sehe es gerade. Wie komm ich denn hier machen Schaden. Ich mach mal kurz... Achso, ist schon nachgetankt. Warte, ich drehe. Aber der wird dann wieder mad, ne? Ja.
mich hier irgendwie. Sonst warten wir und suchen noch einen Schlüssel, wenn du magst. Ich schaue, ob ich hier irgendwie rauskomme zu euch. Oh Gott, kannst direkt tanken. Okay. Geht noch nicht. Ja. Soll ich denn hier rauskommen? Ja, du musst erst hier die Geister oder was auch immer da ist. Wenn du tot bist, ist ja immer so ein Minispiel. Ja, läuft nicht gut für mich. Dann spawnst du wieder in der Welt, wenn du das Minispiel gemeistert hast. Mhm, wie gesagt. Geht so. Wo kann man denn hier lang? Hier vielleicht? Hm? Alter, wo ist der? Der dreht hier gerade bei mir voll durch. Oh Gott. Auf hier im Kreis. Oh, wo geht denn hier raus? Wow! Oh Gott, keine Chance. Keine Chance, bitte. Übel, oder? Hier geht's aber auch nicht weiter. Hä? Wo muss ich denn hier weiter? Oh, ich bin noch die Einzige. Ach, das ist so ein Labyrinth. Wie kommt man denn hier durch? Okay, so auch nicht. Scheiße, ey. Boah, das sind ja Bärenfallen und alles hier richtig mies. Also ich warte auf euch. Mhm. Wieder immer diesen Blutlachen von uns so ätzend. Ja, der wird halt auch durch immer stärker, ne? Das ist okay, das Minispiel ist schon ganz nice. Davor waren es immer irgendwelche Geister, die man wegstrahlen musste. Es fehlt uns, glaube ich, noch ein Schlüssel. Da sind nochmal 4 Schweinchen drin. Da sind was ganz viele drin gewesen. Ja, aber wo kriegen wir den? Ich glaube, jetzt bin ich tot, kann das sein? Nein. Warte, ich sehe dich da hinten. Nee, ich bin auch drin. Ja, dann bist du's, Max. Warte, bleib stehen, ich komm. Nein, ich bin auch wieder hier. Ich laufe in Richtung Max. Okay, warte, ich komm. Oh. Teddy hat die Verbindung verloren. Teddy? Oh. So, da sind wir wieder zurück. Max hatte irgendwie so einen fiesen Furz in seiner Internetleitung. Wahrscheinlich, weil Gnu zu viele saure Gurken gegessen hat. Und dann hat sich plötzlich Papu ins Game gehackt. Jetzt ist Papu auch dabei. Ihr wusst wie. Verrückt, geil, was hier immer alles abgeht. Das ist so crazy. Wie macht man Taschenlampe an und aus? Mit F. So, ich erkläre jetzt ganz kurz nochmal für alle. Wir haben jetzt einen Plan. Und zwar, wir hätten es ja wahrscheinlich geschafft, wenn Max halt nicht jetzt die Probleme im Internet hatte. Aber wir sammeln erstmal hier diese Benzintanks. Papo kennt ihr ja noch nicht, hier liegen überall so Benzintanks rum. Die legen wir vor den Meat Grinder, alle, also wirklich alle 10 Stück. Und dann legen wir halt auch schon mal so ein bisschen Knochen, was wir sonst so finden, vor die Schweinestallgeschichte da hinten. Und wir versuchen auch alle Schlüssel einzusammeln, bevor wir irgendein Schwein zerhäckseln. Das ist der Plan. Ich liebe Schweine zu häckseln, das macht mir immer meistens Spaß. Das ist das Schönste auf der Welt. Du kannst sogar Scheiße fressen in dem Spiel. Ja, das stimmt. Oh, lieben wir. Das ist eigentlich das Beste in dem Spiel. Also, das Spiel hat so eine Funktion, Gott, dass das? Du, wenn du den Kothaufen durchwühlst, findest du einen Schlüssel, aber du darfst leider nicht deine Hände verwenden. Also, es geht nur mit Mund, ne? Ah, okay, ja, das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn, ne? Das ergibt irgendwie erschreckend viel Sinn. Das ist einfach nur pervers. Ah, genau, es ist dieser Strom hier nicht. Ich habe hier Scheiße gefunden, kann man die mitnehmen? Genau, die kannst du essen. Oh Gott, warum ist es hier so laut? Es kommen die ganze Zeit irgendwelche Jumpscares. Geht schon los. Guck mal, wir müssen, glaube ich, jetzt erstmal wieder durch diesen Schacht, ne? Und da ich krabbel hinter dir her, ich sehe deine Füße. Hier müssen wir durch. Sagt, wenn ihr da seid, ich bin nämlich da. Jetzt nochmal hier durch. Ich würde so gerne mehr Gegenstände. Guck mal, hier ist der Grinder. Ich höre hier irgendwas Ekliges im Keller. Ja, das bin ich. Oh, na gut, dann kommst du runter. Ich bin gerade auf dem Klo. Und da oben steht er und betet sein Schwein an. Oh, ich hab noch was. Genau, Max, bitte keine Schlüssel mitnehmen, falls du wieder rausfällst. Nein! Papa, den vierten. Ja, ich nehme nichts mit. Ich nehme nur Knochen mit und sowas. Was passiert hier? Warum schreit hier irgendwer rum? Gut, Papa hat einen Schlüssel. Sehr schön. Ich will nicht. Wo seid ihr? Wir sind irgendwo. Papa, wo bist denn du? Bist du bei dem Grinder hier? Nee, ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Wer ist das? Ich bin beim ist beim Max oder was? Bist du beim Dingshaus bin ich. Nee, ich bin durch diesen Tunnel durch mit dir und da war ich dann gerade. Ich also, öle schon mal die Maschine. Okay, das ist. Okay, Max ölt. Okay. Aber ja, ihr seht halt einfach identisch aus, ne? Jo. Ja, guck mal, stimmt. Ich habe jetzt schon einen Sprit dahin gelegt. Jetzt könnt ihr auch die Häuser, also die Türen vom Kühlhaus könnt ihr jetzt aufmachen. Die habe ich schon aufgemacht. Aber die können auch wieder zuschlagen, da bist du im Kühlraum gefangen und erfrierst. Ja, du frierst dann ein, das ist übel. Nee. Ich glaube, du stirbst nicht, aber es ist nicht schön. Yeah. Schmerzhaft, sagst du, ja?
Schmerzhaft, du. Aber also irgendwas flüstert hier die ganze Zeit rum, das ist richtig ätzend. Das klingt wie Sterzig. Sterzig? Bist du auch im Spiel? So, ach, das ist der Meat Grinder, ja? Genau, und da müssen wir jetzt das ganze Sprit halt hinlegen. Okay. Warte mal, bis du den, Flamingo in der Toilette findest. Der Flamingo in der Toilette. Das klingt irgendwie nach so einem alten 80er-Jahre-Film. Der Flamingo in der Toilette. Ja, es hat irgendwas Erotisches. Das könnte aber auch eine Detektiv-Conan-Folge sein, oder? Der Flamingo. Mord und Flamingo im Klo. Was hab ich denn? Oh Gott, das war laut. Okay, wir haben schon richtig viel von diesem Schmieröl. Also es läuft nicht gut. Ich bin gerade zurückgekommen, guck unten hin, ganze Armee. Ich glaube, ich muss das Audio ein bisschen runter machen. Ansonsten explodiert mir gleich mein Hörlappen. Ja, es wird nämlich noch richtig laut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und einer ist drin, 9. Also noch einmal ölen, dann haben wir schon alle. Perfekt. Einmal ölen, okay. Das ist sich einfach so doof an, ne? So, noch einmal den Grinder ölen, dann können wir da alle Schweine reinschmeißen. Hast du Öl dabei? Ist das? Nee, das heute ist wieder eine gute Schicht, ne? Oh, cool, ich kann durch dieses Fleisch durchrennen. Hast du schon Knochen gefunden? Nee. Ich habe Scheiße gefunden. Das ist das Gleiche. Oh, hier kann man durch. Ich bin in einem Schacht. Ich sehe dein Ass. Ja? Oh Gott, ich sehe dich. Also, sehr, sehr, sehr nah. Was ist das hier? Ist das so ein Knochen? Nee. Nee. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt irgendwas gleich triggern, um ehrlich zu sein. Also die ersten Knochen haben wir damals geholt, als wir die ersten Zombies halt weggeburnt haben, ne? Sehr gut. Ich hab den Flamingo gefunden. Nice. Ich hab Schlüssel. Fünf Stahl. Ich hab noch ein Öl hier hingelegt. Nein, bleib hier drin, Gnu. Nein, du kommst nicht raus, Gnu. So der creepy Lehrer, du bist hier bei mir. Lass mich raus jetzt hier. Geh mal runter in den Keller. Ey, ich hab einen Knochen. Yes, nice. Sehr gut. Hoffentlich hast du mehr als nur einen. Zwei Knochen. Wir gerne alles nach Schlüsseln absuchen. Hier muss irgendwo Schlüssel sind hier in diesen Räumen überall. Vorhin waren Schlüssel unter einem Kackehaufen übrigens. Ja, die sind drin. Ja, die sind in der Kacke drin. Wie es halt so ist. Die Schweine haben die Schlüssel gefressen. Ich stecke meine Schlüssel auch immer in der Kacke. Ja. Oh, hier ist ein Schlüssel. Wie kommt man hin? Ich will hin. Einmal um den Käfig. Ja, ich habe hier im Käfig ist ein Schlüssel, wenn ihr Bock habt. Ja, nimm du mal mit. Zwei habe ich jetzt. Also wir haben vier, das ist ein Schwein! Fünf, zwei. Das musst du anblenden, blend es! Soll ich mal hier die zwei holen und die Kacke durchwühlen? Ich hab noch einen Schlüssel. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin allergisch auf Schweine. Hier? Ich hab Öl gefunden. Ich hab einen Schlüssel. Kannst du gleich mal runterdroppen? Oh nee, das ist so wie ich. Ich hab einen Schlüssel, der gar keine Zahl hat. Also wahrscheinlich dieser Universalschlüssel. Oh, sehr gut, weil vielleicht machen wir erst die Schweine, weil die werden 100 pro alle wegrennen. Das war doch bei den Ratten damals auch so, dass du einen Käfig geöffnet hast. Wo ist der? Den zeige ich dir gleich. Junge, die sind alle so laut. Hier krabbelt einer rum. Den musst du abburnen und seinen Knochen nehmen. Ja, aber ich muss erst kurz die Dings hier dahin legen und dann kann ich das machen. Mhm. Junge, ihr sammelt ja wirklich komplett den ganzen Loot. Ja. Hier ist noch ein Schlüssel. Boah, geil. Ich könnte meinen, ihr habt das schon mal gespielt. Aber was muss ich mit dem Knochen machen? Ich hab die drei. Der ist für die Schweine. Ich hab fünf. Okay, also muss ich den jetzt auch beim Meat Grinder ablegen, oder? Nee, die müssen beim Stall. Du musst hier quasi vor den Stall legen, das Schwein befreien, dann rennt es hin und nagt dann halt den Knochen. Okay. Genau, dann kannst du das Schwein hochheben. Nicht, dass mein Schwein frei ist. Aber wo ist denn jetzt dieser Käfig mit ganz vielen Schweinen? Weil dann wollen wir erstmal die holen, oder? Den kann ich dir mal zeigen, warte mal. Okay, also jetzt kann ich hier so einen Knochen hinmachen, ja? Wenn ein Schwein drin ist, dann ja, davor legen. Haben wir schon alle Schlüssel jetzt? Also wir haben einige gefunden, ich habe viele. Ja. Ich habe jetzt mal keinen aufgenommen. Also ich hab einige Schlüssel. Okay, Kies, da bist du. So. Ja, okay, sind jetzt die ganzen Schweine? Also wir müssen nochmal in diese Eingangshalle hin. Ach, ich brauche die Tierstallschlüssel. Und dann muss es in einen von denen hier sein. Wenn man so weit nach hinten läuft. Da. Ja genau, hier gibt's einen Käfig. Nice. Ja, und jetzt rennen die alle los und haben alle Fun, raus. Ne? Ja. Ah, komm, auch die gehen hinterher, oder? Einfach hinterher. Wo seid ihr gerade? Die sind weg. Die sind despawned, ja. Wo seid ihr gerade? In irgendeinem Schacht zu dritt. Ah, hier ist ein Schwein. Mit in euren Schacht. Ja, aber jetzt brauchen wir halt Knochen. Habt ihr Knochen? Ich habe einen Knochen.
Nice. Ja, wir müssen jetzt, glaube ich, Schweine zergrinden, sonst kommen keine Knochen mehr. Ich glaube, der gibt dir nur 2 Knochen und dann geht's erst weiter, wenn da halt weiter Schweine. Hier ist auch noch eins bei mir, aber ich habe keinen Knochen. Ich hau jetzt mal einen Schweinmixer. Und die rennen auch immer weg, okay, ne? Ja, ich laufe hinterher. Das will ich sehen. Wie viele Schweine waren da drin? 4 oder? 5. Okay. Das heißt, da wir machen Loot, die, bevor wir die anderen machen. Da ist noch ein Eber. Eber. Der Eber brennt. Normaler Mittwochabend, Leute. Klar. Ja, soll ich, der Eber brennt. Das war jetzt eigentlich mal der gute Clubname. Ja, warte. Erstmal. Du machst du jetzt den Kobe? Also, jeet. Ich hab noch einen Knochen. Achso, da kommt ja ein Haken, oder wie? Kommt ja ein Haken, zack. Lebt das noch? Das lebt noch, klar. Nee. Was? Ach, naja. Nett. Klar, natürlich lebt es noch. Muss jetzt unten das Rad aktivieren? Jetzt muss man hier drehen, ja, ich drehe. Jetzt kannst du die Show genießen. Du kannst gucken, ich drehe. Boah, ja. Und, geht's langsam rein? Schnell. Es ist so wunderschön. Und? Boah, das sieht richtig schmackofatzig aus. Ich hab noch einen Schlüssel. Guck, es lebt noch, schreit ja. Also, es lebt sehr lange. Es freut sich sehr. So klingt Freude. Und jetzt muss das Ding wieder gefettet werden. Ne? Jetzt muss man hier. Jo, ich fette. Oh, was ist das? Jetzt ist Sterzig wütend. Ist der Typ neben mir gerade? Der ist, ja. Das klingt so, als ob der direkt neben mir steht, ey. Okay, ich gefettet. Immer so laut rum, ne? Gefettet ist. Sehr gut. Oh, kann man den hier outplayen? Kann man den hier oben outplayen? Ja, du kannst hier rumlaufen. Also nicht hier runterspringen, aber hier drüben kannst du runterspringen. Jö. Und jetzt müssten rein theoretisch wieder diese komischen Ghule spawnen und die müssten wieder Knochen geben. Oh shit, der kommt zu mir, nicht dein Ernst. Ja, mach ihn aber weg. Ah, der kommt zu mir! Der kommt zu mir, der Sack! Es gibt so viele alles Möglichkeiten gut. Und du kommst zu mir, ey. Und ich hat bin in so einem Kackschacht gefangen. Nee, nee, aber ich bin hier gerade in so einem Zimmer, wo man eigentlich gar nicht hinkommen kann. So ein Arsch. Dann, aber was machst du denn da? Ich hab gerade ein Schwein gefangen. Schwein. Genau. Gut. Aber wir brauchen los, Knochen. Oh, ja, nice Knochen. Los, hol ihn, der Schwein. Ja, und jetzt frech ihn, mach dich groß und fett. Und jetzt ich hab ab auch ein Schwein. Ihr habt die Sau. Wohin? Ab in den Mixer. So, wie viele freilaufende Schweine haben wir? Ich hab eins. Wie viel habt ihr? Ich hab auch eins. Gut, dann fehlt nur noch eins, was hier jetzt rumläuft. Hier ist so ein Schwein gespawnt. Das hab ich weggemacht. Fehlt da nicht noch eins? Es waren nur vier. Ja, und wir haben. Weil ich hab eins. Ihr habt eins und noch eins. Dann meine Sau hängt. Gut. Deine Sau hängt? Grindet, oh Gott. Ich hab noch eine. Hier ist ein ganz schrecklicher Zombie in meinem Schacht gewesen. Ja, ich dachte mir auch gerade. Dann töten den, der bringt Knochen. Los, snack ihn weg. Nee, okay, ich geh dann gleich fetten. Hey Leute, ich geh dann gleich fetten. Wenn das Schwein zerschreddert wurde, gehe ich fetten. So, das ist jetzt wahrscheinlich wie immer, ne? Der böse. Genau, bei 3 fängt er an zu joggen. Stärker. Genau, bei 3 joggt er, bei 5 wird er richtig buff und bei 6, 7 ist er eigentlich unstoppable. Ich fette. Boah, okay, ist gefettet. Wo hängt ein Schwein? Oh, Schwein dran hängt! Oh, Digga. Schwein hängt! Runter mit dem Gerät. Gut. Okay, da ich der Mensch bin, oder? Ohne Seele von uns Vieren, bin ich derjenige, der die Kurbel bedienen darf, ne? Ja, okay. Ich fette dann gleich wieder. Der Seelenlose. So. Haben wir genug Dinge? Okay. Okay, rein mit dem Fett. So. Ja, komm, habt ihr noch ein Schwein? Häng ran. Nee, ich hab kein Schwein mehr. Ich hab weder Knochen noch Schwein. Wir müssen jetzt noch das letzte Freilaufende finden und dann die Käfige aufmachen, würde ich sagen. Ja gut, wir brauchen aber Knochen erst, ne? Genau. Das heißt, wir suchen jetzt Knochen zusammen. Ja. Und als halt Team. Noch ein freilaufendes Schwein. Also ist es nicht krank, dass wir Schwein an Schweine verfüttern? Es ist furchtbar. Ist das nicht ganz standardmäßig? Aber es ist so ein bisschen wie Donald Duck und seine. Die haben doch an Weihnachten auch immer Ente gegessen. Haben die wirklich Ente gegessen? Ja. Krank, ne? Das würde man heute nicht mehr zeigen dürfen, oder? Wie Enten essen. Das würde heute nicht durchgehen. Wie Enten essen. Ich will gar nicht wissen, ob was wir alles. Rückzug, der rennt hier drin rum. Oh shit. In dem Schacht. Aber da ist so ein Zombie-Mann, den wir kaputt machen müssen für Knochen. Okay, cool, dann wieder rein. Digga, du bist so völlig irre. Würdet ihr Flamingo essen? Ja, oder? Klar. Nur wenn er pink ist. Lauf doch nicht weg, mein Jutster. Ich brauch deinen Knochen. Danke. Flamingo? Ist er jetzt hier noch drin eigentlich? Die stinken doch übelst. Echt? Stinken Flamingos? Ja, Flamingo stinken so schlimm. Sind das nicht Pinguine, die stinken? Drüben, was macht der denn da? Der hopst hier drüben rum. Wow, ist bei mir! Blendet ihn!
Ich höre ihn hier irgendwie rumrennen. Leuchtet meine Taschenlampe eigentlich rot? Nee, ich glaube nicht. Ey, hinter mir! Was? Hinter den Blenden? Nee, er ist weg. Er ist weg. Aber irgendwo da unten kommt, ist er. Er ist da oben. Oh, Hilfe, wo? Schwein. Der Matt, oh, Schwein, der Matt, ja. Meine Taschenlampe leuchtet echt nicht rot? Oh, ich glaube, er ist hinter mir. Er ist hinter mir. Hat mich! Ah! Nein, wo? Unten. Oh Gott, ich habe ihn ganz schnell, ganz knapp beruhigen können. Oh mein Gott. Oh ja, oh ja, alter Schwede. Er hat sich beruhigt. Okay, weg. Ich will in den Gefrierschrank, ich will... Guck hier, wenn seine Augen rot sind, hat UV keine Chance mehr, ne? Da ist vorbei. Ja. Oh, ist aber blöd. Woher weiß Knu eigentlich, dass Flamingos stinken? Riechst du öfters im Zoo an Flamingos? Ist das aber das riecht auch schon von so Weiten. Echt? Also du bist doch... Genauso wie Pinguine, die stinken auch so furchtbar. Ja, Pinguine habe ich mal gehört, dass die stinken sollen. Das habe ich aber nur gehört. Hier ist das freilaufende Schwein. Wo? Hier, habt den Knochen. Wo? Ich hab Papo hat einen Knochen. Ja, hier, hallo. Da, gib's ihm. Oh, hey, geil. Hier. Ich geb's ihm. Oh mein Gott, dieser Satz. Weil dann kann... Ja, wir finden das Schwein. Hier ist auch ein freilaufendes Schwein. Hat jemand noch einen Knochen? Ich hab das Schwein. Noch eins? Da waren es echt fünf. Nein, es waren vier die ganze Zeit. Du hast dich verzählt. Also ich renne dem Schwein hinterher, Leute. Okay, da ist das Schwein gehabt. Gefrierschacht, in die eine Seitentür, da bin ich, da ist das Schwein. Das läuft nicht weiter. Das Problem ist nur, wir haben keinen Knochen. Shit. Dann müssen wir jetzt eigentlich... Ich hab ein Schwein, dass ich sexen wollen würde, aber... Dann müssen wir jetzt eigentlich noch mal... Da hängt schon mal ran, das Ding. Ja, eins rösten. Was ist mit dem denn? Oh! Ist das Harald? Das ist Harald Glückner? Harald Glückner, ja. Oh. Bist du's? Okay, das Schwein ist hier umgeschminkt. So. In der Tiefkühle. Okay. Ich häng das Schwein hier ran. Also die Leute schreiben hier, ich war sehr oft im Zoo und hab an Flamingos gerochen, keiner hat gestunken. Doch, die stinken. Knu ist eine Flamingo-Rassistin. Alles klar. Okay, also, oh, warte mal, sollen wir das jetzt schon Es passiert. Wir müssen ja, weil wir kriegen sonst keine Knochen. Ich glaube, das ist damit irgendwie... Der dreht durch. Bitte. Verbunden. Ich geh wieder fetten. Jo. Ja. Oh, ich glaube, er huntet. Hoffentlich kommt nicht gleich. Max, du weißt doch, wo das freilaufende Ding ist, oder? Ja, im Gefrierfach, da wo der Typ auch ist. Ey, Knu, wenn der jetzt hinter uns kommt, ne? Dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein Problem, aber dann wird er dich Oh Gott, fressen. Vor uns! Was ist da vor uns gewesen? Ein Schwein. Boah, Flamingos stinken nicht, nur das Wasser wegen dem Essen. Ja. Ah, ja. Ja, also, warum hackst du dann und auf die Vögel rum, Knu? Ich finde, du bist den jetzt eine Entschuldigung schuldig. Nee, warte mal, wo ist denn der? Hassen Knus Flamingos? Ist das sowas? So ein Savannendiss? Nein. Kloppen sich nicht auch um die Wasserstelle? Das sind doch so alte Feinde. Ich höre ihn hier irgendwo rumlatschen. Wir sind cool mit denen. Guck mal, hier hängt ein Kopf mit Messer und Beil. Ich habe jetzt noch mal wie viele sind denn hier, sag mal? Hier ist auch noch ein Schwein. Hä, wieso ist hier denn noch ein Schwein? Ja, weil eins ja noch fehlt die ganze Zeit. Ja, aber das ist doch im Gefrierschrank. Nein, das ist schon wieder weggehoppelt. Mensch. Ja. Streitet euch doch nicht, Kinder. Der Kies ist immer so pisst. Nein, ich verteidige nur die Rechte von Flamingos. Ich mach das für... Also das Schwein ist nach wie vor hier im Gefrierfach, Leute. Da ist der Schweinemann. Das Schwein ist hier im Gefrierfach noch. Okay. Also kommt gerne hier runter. Also sind noch mehr, weil da hinten steht auch noch eins rum. Du bist gestorben, Knu. Ich bin gestorben. Knu, du wurdest richtig aufgesnackt. Also oben ist noch ein Schwein. Was fehlt das Schwein jetzt auch? Der hinterlässt aber jetzt so Pfützen auf dem Boden und die machen Damage, wenn du reintrittst. Krätze. Ja. Was ist denn mit dem? Der ist auf jeden Fall richtig creepy. Ich mach mal die Tür. Hat jetzt jemand einen Knochen oder nicht? Nee, aktuell nicht. Ich bin auch auf der Suche. Aber warte mal, ich kann dich erstmal holen. Sind diese kleinen Männer nur in Schächten? Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Nee, überall eigentlich. Ich hab die auch schon überall gesehen. Diese kleinen Männer. Kleine Männer sind allgemein nur in Schächten. Das ist so. Das ist ein unumsetzliches Gesetz. Der kleine Mann. Ja. Der Nachfolger von der nackte Mann. I need somebody. Ich hab einen. So, warte, ich suche einen Medi. Der war aber jetzt wieder in einem Schacht drin, ne? Also es ist schon irgendwie verdächtig. Okay. Also Schwein in Gefriertruhe oder oben ist auch noch eins in der Sackgasse. So, ich könnte es Gnu mal holen, ne? Ja, ich suche auch gerade ein Medkit. Ich habe ein Medkit. Okay, nice.
Nein, so weit und breit. So, Gnose werden geheilt. Dankeschön. When I was dead and so much deader than today. Oh, hier ist eine Sau im Gefrierraum immer noch? Eine Sau im Gefrierraum. Ja, ja, genau. Das ist das. Das ist die Sau, die ich meinte. Genau, und oben ist noch eine im... Ich hol die so oben jetzt. Ich glaub. Labyrinth. Was war das denn? Alter, wie schnell sind die Schweine? Das ist ja völlig wahnsinnig. Manchmal backen die auf dich zu. Was kann ich mit der her? Knuspermann, der knuspert hier. Der Knuspermann. Ja. Meint ihr, wir schaffen das? Ja. Ja. Ich bin ESL, der Bauerspieler. Okay, wir müssen zusammenbleiben. Wer läuft da hinten? Oh, ich hab einen Knochen. Ich hab ein Schwein. Oh, nice. Ich hol das Schwein oben. Ich bin bei dir. Sehr nice. Dann lass irgendwas uns zusammen. Irgendwas kauft mich an. Ich blende ihn. Jupp. Okay. Hier, nimm das mal zum Aufladen. Ich hab keinen Saft mehr. Hier, ich hab weg, durch die... Ah, ich bin so tot! Oh mein Gott! Genau deswegen spielen wir das Spiel, genau deswegen. Nur, stopp! Irgendwo hier war das rumgestanden. Oh, ganz warte mal, allein. Hier ist noch ein kleiner Mann, der rumfleucht. Guck mal, was ist denn hier? Nimm den kleinen Mann doch mit. Hinten ein großer Eber. Ein großer Ebra. Ja. Noch ein großer Eber. Alter, die kommen hier alle aus diesem Ding raus. Aus diesem Pentagramm. Kacke. Ich hab gefettet und gehexet. Das klingt irgendwie so, als ob der irgendwie hier in der Nähe ist, Knu. Vorsicht. Ja. Ich lebe wieder, glaube ich. Ah, ja. Nice. Wir holen dich. Ich hab schneller wiederbeleben. Okay. Ich hocke in einem Schacht. Komm, ja, ich bin wieder hier da. Waren wir noch nicht. Guck mal, ob hier irgendwas... Papo, bleib mal stehen. Ich hab ihn. Das war ganz schön gruselig. Alter, willst du mich verarschen? Wieso sind denn diese Schweine auf einmal so... Ja! Die sind geisteskrank schnell. Ich glaube, das sind Rennschweine oder so. Ja, die haben auch so eine Rambock-Fähigkeit. Ja. Was für Schweine. Warte mal, ich hab noch einen Knochen. Ey, die spawnen ja hier am laufenden Band. Die sind unfassbar jetzt unterwegs hier. Am laufenden Band, am Laufband quasi. Den lassen wir jetzt nicht mehr vom Haken hier. Wir müssen im Team agieren. Können wir... Meine Fresse. Wer hat denn jetzt eigentlich noch einen Knochen? Ich hab zwei. Hier, du hast zwei Knochen? Hier, ihr müsst ihn kaputt machen. Oh Gott, jetzt bin ich tot. Ich bin tot. Oh Gott. Ich hatte zwei. Ich hab keine Energie. Hier ist ein kleiner Mann. Beide. Verbrennt ihn. Ich brenn ihn. Ich hab den Knochen. Ich hab den Knochen. Okay, lass uns in die Vierfach gehen. Komm mit. Hier ist der Knochen. Gönn dir. Oh. Ich glaube, ich hab ein Medkit. Dann nehme ich ihn mit und, okay, dann hab ich das Medkit. Ab ins Gefrierfach. Ab ins Gefrierfach. Renn! Wie viele haben wir denn schon? Fünf. Genau, oh Gott, zwei Knochen sind noch erst oben. Ist Stufe 5 gewesen? Yes, und wo ist das Schwein? Hier ist das Schwein bei mir. Wo ist bei mir? Hier rennt. Hier ist es. Ich komme. Ich bin im Gefrierladen. Wo? Hä? Ja, wir sind hier in der Ecke hier. Hier. Jetzt da, wo das Geräusch herkommt. Komm ich mal rein. Jetzt komme ich rein. Hier ist Party. Hier ist ein Knochen. Da, genau. Nice. Los, gönn dir das Schwein. Nehmen Sie mit, die Sau. Da oben liegt jemand. Ich komme runter. Warte, ich habe ein Medikit. Ich hol dich. Gut. Zwei Knochen sind noch oben. Vielleicht können wir die beide gleich mit runternehmen. Das wäre super. Jo. Komme. Ah, nice. Warte noch mit dem Vergrinden. Der gruselige Mann steht hier oben im Raum. Der will jetzt jagen. Soll ich grinden oder nicht? Nee, warte noch. Oh, ist zu spät. Nee. Ich folter das nur ein bisschen. Ne? Indem ich es immer wieder ganz nah. Okay, Gnu, du hast den Knochen. Ja, komm mal mit. Liegt noch irgendwo geradeaus durch. Warte, ich komme. Oh Gott. Ich hab hier noch einen Knochen irgendwo hingeschmissen. Und dann, ja, sehr gut. So, wir haben zwei Knochen, wir kommen runter. Du wirst sterben, Schwein. Doch nicht! Der ist hinter uns! Das Schwein wünscht sich den Tod, sag ich dir. Oh, shit. Okay, jetzt können wir grinden. Scheiße, ich hab den Knochen gedroppt. Egal, ich bring den gleich. Oh, Alter. Glaub mir, das Schwein ist richtig happy, dass du es endlich durchgezogen hast. Ich glaube auch. Oh, das freut sich richtig darüber. Ja, das sagt man endlich. Oh, finally it's over. Oh Gott, scheiße. Ich bringe mal einen Knochen und schmeiße jetzt einfach mal hier rein. Oh mein Gott. Okay.
So, was ist der nächste Plan? Keystraw. Ja, weiter mit Knochen. Schlüssel, Kinn. Kiefer. Schau, hier ist noch ein Knochen. Ich schmeiß jetzt einfach mal hier hin. Ich hol mal den anderen. Okay. Ich bin wieder da. Irgendwo. Keine Ahnung. Ich hab kein Medikit. Der ist hier bei mir. Aber ich hab kein Medikit. Hat jemand ein Medikit? Warte, ich hol eins. Nee. Oh, was passiert hier? Oh Gott. Also, Medikits sind natürlich alle im. Achtung. Im Dings, ne? Ja, ich komm. Boah, Sweetschwein! Alter, die rennen so schnell, die Viecher. Okay, noch eins. Und let's go. Laufen. Gleich burn. Schön weggeburnt. So, laufen, wer hat okay. Knochen? Wer da ist Knochen? Knochen habe ich euch jetzt in den Grinder-Raum geschmissen. Ich hole jetzt noch einen oben. Ist schon wieder da, der Typ. Oh weil wir mein Gott. Also ich bin so tot! Oh, blenden! Ja, wir haben ihn geblendet. Alles cool. Ich hab noch einen Knochen. Oh Gott. Oh, er will mich! Das ist. Ich hab schon ein Medikit in der Hand. Ich kann dich dann direkt holen. Ich hab noch einen Knochen. Ich wieder diese dummen Dinger hier zu, verdammt. Oh Gott, das ist krank. Überstressig. Es ist richtig übel, ey. Jürgen, deine Schicht ist vorbei. Du kannst endlich nach Hause gehen. Ja, schön, ich brauche meine große Leidenschaft. Und vergiss den Termin beim Chiropraktiker nicht. Das sieht nicht gut aus, wie du rumläufst. Was passiert denn jetzt schon wieder? So, nächsten Knochen schmeiß ich wieder dahin, wo der Grinder ist. Okay, holt die Keys bitte. Ich bin bei Grinder, ich warte. Ah, ich hol Keys. Ne, alles gut, ich bin da, ich hab ein Medi. Okay. Ich habe jetzt noch einen Knochen. Hier liegt noch einer. Vielleicht könnten wir direkt noch zwei Schweine machen. Wir haben ja alle Schlüssel. So. Na gut, dann hol ich jetzt mal einen Knochen, dann fliegen wir los, ja, oder? Ja, hier unten liegt einer. Und dann lasst mal zusammenbleiben und den voll anstrahlen. Okay. Süß gebabbt, ich bin bei euch. Habt ihr jetzt irgendwie alle was? Ja, wir bleiben zusammen. Wissen wir, wo das Schwein ist? Der ist, glaube ich, gleich hier. Mir nach, ja, die einfach ganze mir nach. Stelle lauf jetzt. Dem Kürbismann hinterher. Jo. Mir geht's nicht gut. Oh. Hey, da ist uns! Oh, da ist uns! Blenden! Voll drauf! Jo, nice. Oder? Hast du schon rote Augen? Ja. Der ist komplett im Arsch, der Junge. Dann bringt es schon bald nichts mehr. Der kommt wieder. Wow, nee, Alter, keine Chance. Wie er dich umgerannt hat. Okay, dann. Boah, ist das übel. Du den Schwein. Keine Zeit verplempern. Ich bin halt der Mann mit den vielen Schlüsseln, ne? Oh. Das ist Erpressung. Ich bin wichtig, Leute. Ich bin leider sehr wichtig. Wissen wir, wo ein Schwein ist? Nee, wo sind denn diese Kackdinger jetzt? Die Stelle? Ah, hier, ich hab einen. So, warte mal. Hier, also sie hat ja gar keine drin. Ich hab euch verloren. Wo seid ihr? Mann, ich bin auf dem noch Bären fallen. Ich kann mich hier nicht mal retten. Kann ich nicht rein? Hier kann ich rein. Ja, nice. So. Ich hol die Kacke. Knochen liegt da. Ihr könnt das Schwein gleich nehmen. Esst die Kacke. Einen Knochen, genau, nehme ich den Knochen und guck, ob ich den noch öffne. Oh Gott, was war das jetzt? Ich kann das Schwein. Oh. Ey, was ist das für eine blöde Situation? Du kannst nicht rüberspringen, du kannst nicht dran vorbei. Ich werde hier... Ey, das geht nicht. Wer hat das Schwein genommen? Ich nicht. Du hast das... Nee, Dings hat's. Ich hab das Schwein. Alles gut. Ich bin hier für immer gefangen. Warum? Weil die Bärenfallen so liegen, dass ich da nicht dran vorbei kann. Oh, drauf! Leute, die Scheiße, Alter! Du hast dich kaputt, deiner Mutter! Das Schwein ist jetzt halt draußen, ne? Das muss ich jetzt noch schauen. Ja, aber das frisst den Knochen, oder? Ja. Alter, ist das ein Witz? Hier kommst du nicht durch. Oh, verpiss dich zweimal. Mann! Verpiss dich jetzt. Ich hab das Kackschwein. Scheiße! Ich hab ein Schwein. Ich hab ein Problem. Ich hab's aufgehangen. Leute, wir haben ein Riesenproblem. Ich komme hier nicht durch. Hier ist ein Labyrinth, wo man nicht durch kann. Oh, das ist doch nervig. Chillig. Wo seid ihr, Leute? Oh shit, ich bin, glaube ich, am Arsch. Warte, ich kann zu dir kommen, nur ich versuche dich zu retten. Ah, ich hab's geschafft. Schön, ich bin bei dir. Oh. Ich glaube, lauf, er kommt nochmal, Nein, ich hab das Schwein, hol das Schwein. Ja, ich hab das Schwein. Scheiße, der Knochen. Ich bin im Gefrierraum, ich muss hier raus. Lass mich raus. Scheiße, das Schwein ist frei, man kann das Schwein nicht einfach nehmen. Jürgen, mach die Tür auf. Ich bin für immer gefangen, ne? Nur so als kleine Randinfo. Aber warum? Weil das Labyrinth so aufgebaut ist, mit Bärenfallen, dass ich nicht durchkomme. Die Zombies aber wenn du reinläufst, dann spawnst du neu. Ja, und dann ist es trotzdem wieder die Falle. Ich echt? Ach so, das ändert sich dann nicht? Nein. Okay. Ich komme nicht durch. Ich glaube, die Telekom ist schuld. Und die Zombies laufen halt nicht in meine Richtung. Oder so.
Scheiße, wir brauchen jetzt auch einen neuen Knochen. Geil. Ich habe einen Knochen gesehen bei den Stellen noch. Ja. Geil, ich bin gefangen. Außer die Zombies haben irgendwann mal die Muse in meine Richtung zu robben. Ja, hinter uns kann der Typ gleich kommen aus dem Schacht vielleicht. Das Problem ist, ich habe ja super viele Schlüssel, ne? Ja. Ja, ich versuche erstmal so einen Mate zu holen. Boah, ich höre ihn. Ich öle hier nochmal schön das Getriebe. Oh Gott. Nein, 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 der ist in dem scheiß Raum. Ich sag, oh. Geh weg. Oh, Medikit. Ich bin bei einem Medkit und bei... Alter, was mache ich jetzt? Ich komme. Ich komme zu dir. Ich versuche zu dir zu kommen. Ey, wir können das Spiel vergessen. Wir können das Spiel vergessen. Nein, Kies, die ist echt scheiße. Wirklich jetzt? Die haben die Bärenfallen so random platziert, Kies, dass du musst das schaffen nicht. Irgendwie. Wie? Du musst doch nur diese komischen Viecher weg. Ja, liegen. Aber die sind auf der anderen Seite von... Geh mal in meinen Stream und guck dir das an. Nee, den Zuschauer gebe ich dir nicht. Spaß. Gib mir mal... Lass mal ein Abo da. Oh, ich habe irgendwie es geschafft, da drüber zu glitschen. Ja! Es gibt noch Hoffnung. Du musst nur believen. Weil Papo das vielleicht Herz ganz kurz reingeguckt hat, ne? Das war, hast du jetzt bewirkt. Oh, shit, Hilfe, ich leuchte. Oh Gott, okay, ganz knapp, oh mein Gott. Rennen. Okay, lauf. Ich komme. Verletzt. Bleib bei mir, ich bin verletzt, ich kann nicht rennen. Der kommt schon wieder, hilf mir. Scheiße. Oh mein Gott. Der hat schon wieder mich gesnackt. Ja, mich. Ich bin da, oh mein Gott, guck mal, ich bin hinten dran. Oh. Hast du Medikit? Komm schon, Kies, los, wir müssen das machen, ja. Und jetzt sind wir Jürgen, nee, oder was? Komm, ich mach die Tür zu. Hier ist ein Schwein. Kommen wir hier noch irgendwo anders raus? Nee. Ja, als ob das der einzige Ausgang ist. Das ist der einzige Ausgang. Ich hab gerade vier Typen weggeburnt. Wo ist denn da? Ist da noch einer, oder was? Fehlt da einer? Wir haben jetzt Knochen, Schweine. Was ist denn der Stand der Dinge? Ich bin weg und irgendwie... Gott, haut ab. Ich habe einen Stein. Okay, wo seid ihr? Wir finden Knochen. Stein. Ich bin bei den Stellen und ich werde jetzt gleich vernichtet von dem. Also ihr lebt wieder alle? Ja, ich lebe im Moment. Okay, ich auch. Ja, ich komme auch gleich wieder, den letzten Dude noch weg hier. Okay, ich komme wieder. Boah, okay. Hallo? Hat eine Spannung hier. Ich hol dich. Achtung, Schweine! Wo bin ich eigentlich? Ich hol dich. Irgendwo, ich check nicht, wo ich bin. Ich bleib hier liegen. Ich hab ein Schwein gefunden, aber wir brauchen einen Knochen. Ich weiß nicht, wo ein Knochen ist. Ich hab hier noch ein Medkit. Ich versuche jetzt erstmal Leute zu retten. Ja, ich hol Max. No, ich bin eingesperrt. Ja, same. Hallo. Oh Gott. Oh, Schwein! Aber das ist ja Schweine. Wir müssen uns einander reiben, Papo. Das ist der einzige Weg, um ihr Leben rauszukommen. Ja, los, reib mich. Und hauch mich an. Hauch mich an. Danke, Gnu. Hello. So, okay, weiter geht's. So sind jetzt alle wieder am Leben. Ja, wir können es noch schaffen. Wir können es noch schaffen. Klar, Alter, wir schaffen es auf jeden Fall. Super gering, aber wir können es schaffen. Zurück. Wir brauchen am besten jetzt echt immer zu zweit bleiben. Sonst wir müssen die Typen weglocken. Hier, guck mal, hier ist noch Kacke. Ist da nicht irgendwas in der Kacke drin? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass bei den Stellen irgendwo lag da noch ein Knochen. Scheiße, sorry, falsch. Ja. Hier lag irgendwo noch ein Knochen. Wo bist du genug? Nochmal zurück. In den Schacht. Also, aha. Das ist ein Medikit. Genau, nimm das Medikit. Hier, nimm. Alles klar. Hinter uns, der Dude! Ich hab mich nicht bewegt! Okay. Er hat rote Augen, er hat Red Eyes! Das heißt, man kann ihn nicht mehr anstrahlen? Ja. Okay, dann werde ich mich jetzt... Na, ich bin sowas von RIP. Der hat mich sowas von weggesnackt. Also, wir brauchen halt einen Knochen, ne? Ja. Gott. Also einen hatte ich ja, als ich gestorben bin. Vielleicht liegt der noch irgendwo beim Stall rum. Ja, den hatte ich gesehen beim Stall, aber ich habe ihn gerade nicht gefunden, als ich durchgelaufen bin. Boah, okay, was wir ist gucken hier noch los, mal. Ey. Diese miesen Viecher immer, ne? Jürgen, was machst du denn hier? Ist ja noch keine Punkte geben. Der ist halt immer noch hier, ne? Ich habe keinen Dampf mehr. Nee, dann lass mich leuchten demnächst. Okay. Stopp. Mann, wo sind denn diese blöden Knochen? Lass mal kurz hier unsere Lampen aufladen. Ja, gute Idee. Ich spawn jetzt wieder. Ich hab das Labyrinth überlebt. Wir können Kies holen. Okay, er ist oben. Er ist oben, ich kann kommen. Okay, dann mach ich das. Ja, lass oben treffen. Echt? Wollen wir alle hoch? Okay, ich komm. Was ist das da für Geräusch? Warum erschüttert hier dieses ganze Schlachthaus? Ach, da sind Schweine.
So, schnell, schnell, schnell. Spring über die Pfütze, lol. Hau ab, Schwein, ey. Bring auf den Sack. Also, wir haben halt. Uns fehlen halt immer noch Knochen, ne? Ja, 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 leider. Super, super nervig. Wir spawnen halt. Können die nicht irgendwo jetzt wieder bei Zombies im Schacht sein? Boah, Turboschwein. Turboschwein. Oh, oh, ich glaub, der. Guck mal hier, ich hab einen Knochen. Nice. Wo? Ja, perfekt. Ja. Sehr gut. Jetzt muss ich auch noch irgendwie leben zum Schlafen. Dann bleiben jetzt aber alle zusammen. Ja, ja, wir bleiben zusammen und dann kann einer einen Knochen aufheben, falls einer gesnackt wird. Hilfe! Was passiert hier denn? Hier, leuchtet weg! Da ist auch noch einer. Ich hab keinen Juice. Ist weg. Sorry, sorry. Oh nein, da kommt er, da kommt er, da kommt er, da kommt er! Leuchtet! Leuchtet dann und dann ab zu den Stellen, ab zu den Stellen. Okay, und weg, 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 weg. Oh, Schwein! Sehr gut. Oh Gott. Oh, er kommt wieder. Ich renn, wer ist das? Oh. Hm. Wo, ist denn, wo ist der Stall? Wo ist der Stall? Ist der nicht ich bin hier? Im Arsch, alles gut, ja. Macht ruhig, macht ruhig. Opfert das Schwein. Opfert das Schwein. Hier ist eine Stelle, hier ist ein Stall, hier ist ein Stall. Du musst alle Türen aufmachen, oder? Kacke durchwühlen. Nix. Was kommt sucht ein Schwein? Noch einen ich Schlüssel? Ich hab Schlüssel. Hat jemand die 4? Papo? Hast du nicht die 4? Ich guck mal, ob ich ja, die 4. Ja, wo ist die 4? Wo ist die 4? Wo ist die 4? Hier. Da ist auch noch die 4. Okay. So. Oh nein, oh, Teddy ist wieder weg. Nein. Teddy, wir brauchen dich. Zum Glück der Fluch, Alter, genommen. Der Fluch des Teddy. Das gehört aber zum Spiel. Oh, da ist noch ein Schwein im Kühler. Jetzt fehlen mir noch Knochen eigentlich. Ja, und die sind meistens oben. Kurbel unten. Geh an die Kurbel ran. Ich kurbel. Ich kurbel. Oh Gott, er kommt. Ich glaube, schneller. Er ist oben. Ich kurbel. Oh Gott. Oh, ich bin tot. Ich bin tot. Okay, wir sind bei 8. Noch 2. Ich fette dann. Okay. Ich fette dann. Ich hol dich, Papo, sobald du da bist. Alles Gucci, Gang. Boah. Ich hab nachgefettet. So, gut. Wo haben wir denn noch so einen krabbelnden Jürgen? Fehlt aber halt noch ein Schwein, das hier ist. Ja, aber wir haben keinen Knochen. Ich, ja. Oh, im Schacht sind schon viele Viecher. Ah, ich hab einen Knochen. Nice, hier draußen ist ein Schwein. Hier, wo bist du, Papo? Hier, hol Papo, hol hinter Papo. Hinter diesem Schwein, das musst du erst machen. Ist egal, machen. Das passt schon. Hol Papo. Oh. Okay, und oh, jetzt? Wo müssen wir hin? Was müssen wir machen? No, jetzt müssen wir vielleicht kurz hier nochmal einen Gefrierschrank, um dem Ding zu helfen. Dem Teastraw. Hier ist der Knochen, der jagt mich irgendwo. Wo ist das Schwein? Hier war doch irgendwo noch ein kleines Schwein. Ja, das ist draußen, das ist draußen. Wo draußen? Irgendwo da, wo du gerade lang gelatscht bist. Oh nein, ich bin hier eingesperrt. Ich bin schon wieder tot. Uns gehen cool, die Medikits aus, ne? Ja, lauf, lauf, lauf. Ich versuch's. Oh, es kommt das zu mir, glaube ich. Oh, er ist in den Schacht gesprungen. Ich bin Junge, der in ist der richtig Kühlkammer. Farbe. Boah, es ist ätzend. Ich habe noch ein Medkit. Oh, under pressure, ey. Wo der ist das fast das okay, ich komme jetzt durch den Kühlraum durch. Mach den Kühlraum zu, Leute. Nein, nicht mit mir drinne. Wo ist denn das letzte Schwein? Was haben wir schon eins? Ja, wo ist denn das eine jetzt? Also eins ist irgendwo rausgerannt beim Kühler in den Hauptraum in der Mitte. Ich finde das nicht. Dieses Game ist so stressig. Ja, voll. Ich hab's, das ist es. Ich leg den Knochen hin. Friss! Friss, ist Schwein! Letzte? Ist das letzte? Nein, noch zwei. Also das da also und dann eins noch eins. Okay, komm, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Ich tank die Scheiße. Nein, ich bin schon wieder hier ist drin eingesperrt. Ist bei mir, ist bei mir, ist bei mir. Er ist aufgehalten. Wo geht's zum Kühlraum? Wo geht's zum Kühlraum? Zum Grindraum, meine ich. Sackgasse, ganz schlecht. Ah, jetzt bin ich dead. Ist das der Grindraum? Ich glaube. Oh, er ist kurz aufgehalten, alles gut. Mach die Tür auf. Das ist nicht der Grindraum. Nee, wo ist der Grindraum? Nee. Das erste Spiel, in dem man froh ist, mal tot zu sein, ein bisschen Ruhe zu haben. Hier. Bin unterwegs. Alter, dieses Ding geht auch immer schneller auf und zu, ne? Ja. Ich hab auch keinen Medikit. Ich bin übel verkrampft. Kurbel das Ding weg. Ich kurbel das Ding weg, Digga. Ich fette okay, dann ich kurbel meinen Speck. Ich bin wieder da.
Okay. Er kommt die Bude gleich rein. Nu ist irgendwo da oben, aber ich habe kein Medikit. Egal, ich komme zu euch, entspannt euch. Ich versuche gerade zu überlegen. Siehst du irgendwo ein Medikit? Siehst du irgendwo ein Medikit? Nee. Knu, du hast doch die Medivision. Wie sehe ich die? Ich habe die nicht. So weiße Kästen sind das dann. Nee, keine sehe ich leider. Oh, verfehlt. Ich glaube, ich habe das, dass ich kurz vorm Item schnell rennen kann. Aber oben müsste noch eins sein. Ich glaube, ich bin irgendwo oben gedeiht, deswegen. Ah, ist nicht schlimm. Ich suche sonst eins. Ja, ich suche auch gerade. Ich habe so Angst, ich will nicht alleine rumlaufen. Wenn ihr aber ein Knochenschwein findet, nehmt lieber dann das. Oh mein Gott, Alter, wie auch alles shakert, ne? Der war doch bei mir. Ich dachte, der wäre nicht bei mir. Oh Gott, ich bin gedaddet. Der Bist hat mein Gesicht tot? Gefressen. Ja. Jetzt gibst du noch Milch und ich habe kein Medikit. Ich finde ums Verrecken kein Medikit. Shit. Ich weiß nicht mehr, ob es noch Medikits gibt. Ja, oben sind noch ein paar. Ich bin oben, hier ist kein einziges. Also ich bin oben gestorben, da müsste ich... Ah, hier, ich sehe eins bei mir, wo ich gerade hinkrieche. Gott, ich muss erstmal hinkommen, eins. Der Typ ist voll im Rausch. Ich laufe jetzt direkt zum Medkit, vielleicht schaffst du es ja. Ich bin direkt bei dir, wo ist es? Da, oben. Alter. Ich hab schneller wiederbeleben. Fast, ja, Motherfucker. Super. Oh. Okay, lass zusammenbleiben. Jetzt müssen wir aber noch so einen Knochenmann finden. Da ist das Schweinchen, ja. Das letzte. Da ist ja. Es. Ich hab einen Medi. Okay. Sehr gut. Ich bin auch gleich wieder am Leben. Aber wo finden wir jetzt noch einen halben Ja, Dude? Ist nur noch einer wahrscheinlich, der ja auch noch so einen halben Dude. Vielleicht sind die echt leider in den Schächten. Die sind in den Schächten. Bis jetzt habe ich hier nur in den Schächten gefunden. Ach man, jetzt läuft der... Da ist ein halber Dude! Ich hab den halben Dude! Ja! Aber er rennt weg, er versucht zu flitzen. Der ist richtig schleifig. Okay, hol ihn euch. Ich hab ihn. Okay, so, jetzt wieder zurück. Oh Gott. So, ich lebe auch gleich wieder. Okay, super. Kleben oder leben? Ja, er lebt wieder. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich sehe nichts. Wir sehen's. Irgendwo hier war doch das Schweinchen. Irgendwo hier war's doch. Such das Schwein, Knu. Hol dich das Schwein, ich hol Leute. Papo. Ich hab okay. Matt. Hier, Schwein okay. Bei mir! Wo bist du? Schnell. Wo bist du? Den Gang da durch! Dreh dich um! Verdammt, dreh dich um! Ah, hier. Oh Gott! Ja. Sie dreht sich in jede Richtung. Okay, ich hol's. Hol du Papo. Der ist im Hexlerraum gerade, der Boy. Komm, aber ich bin hier bei einem Medipack. Friss. Also, ich hab so viele Schweine hinter mir. Okay, ich hab von Schweinen zerstückelt. Okay. Hallo? Fuck! Geil! Oh Gott, mir geht's nicht gut. Oh nein, er hat mich. Kies, wo bist du? Ich weiß nicht, irgendwo in deiner Nähe. Du musst in den Kühler, in den Hexlerraum kommen. Oh nee, bin ich im Hex? Ich weiß nicht, irgendwie bin ich jetzt... Ich krabbel mal auf euch zu. Ich sehe dich da hinten. Aber ich weiß nicht, wie ich hinkommen soll. Gerade. Durch den Schachtplan meistens. Der Bree huntet wieder. Ich komm auch wieder. Bin auch wieder da. Ich bin unter dir. Über dir. Oh nein, er ist bei mir. Ich bin tot. Nein, Gott. Hier waren so viele Schweine. Hier war so ein Terror. Shit. Nein. Nicht beim letzten. Das war das letzte Schweinchen. Wir hatten alles. Fuck. Oh mein Gott. Und alles ist Teddys Schuld. Ja, Mann. Kann man schon so sagen, ja. Ja, da kann ich nicht mal was dagegen sagen. So, Jürgen grindet jetzt ein bisschen. Oh, wer wird denn da reingepackt? Ich. Ja, ich. Nee, ich. Ich auch. Boah, ich hoffe, ich bin's. Boah, das ist echt übel, Mann. Shit. Das ist lecker. Das ist echt übel, Mann. Ich bin jetzt im großen Kreislauf der Mettwurst. Also, ich wäre nochmal bereit für eine Runde. Ja, was ist denn hier schon wieder los? Max, weg. Papo immer noch da, leider. Und jetzt Like My Style. Oh. Hi. Es ist irgendwie eine komische Runde. Man wird hier ausgewechselt. Es ist wie ein bisschen wie beim Profifußball. Einer geht, einer kommt. Allerdings. Ja, aber nur 5 Wechsel pro Spiel, ne? Also. Ja, langsam wird's eng. Also, das ist sowas, da haben wir irgendwann ganz Twitch Deutschland einmal durchgekaut, ne? Das ist halt. Da sind alle mal dabei. Ganz Twitch aber Deutschland. Echt. So, ich hab noch ein Öli. Ein Öli? Na, jetzt kennt ihr auch schon wieder die Taktik. Guck, jetzt geht hier nochmal hier Strom, jetzt muss man hier wieder durchklettern. Mittlerweile im Schlaf.
Du kennst die Map schon, ja? Sagst du. Da sind die ganzen Schweine, die jetzt gleich schreiend davonrennen. Oder auch nicht. Guck mal, handzahm die Viecher. Ach, guck mal, rennen dann die drei immer hier in der Gegend rum? Kann das auch sein? Ja, jetzt steht da oben wieder der Meister. Oh Gott! Warum? Und jetzt fährt quasi die Anlage wieder hoch. Jetzt kannst du auch die Anlage fetten. Jetzt ist direkt fetten, das Ding. Fetten. Boah, warum muss das denn immer so ein schreckhafter... Och, Mann, ey. Ich kann das nicht mehr, mein Herz. Ich würde sagen, ich mach mal oben alles clear. Okay. Und ich find's kacke, dass man nur ein Item tragen kann. Das ist doch blöd. Ja, das ist wirklich kacke. Tja, musst du halt einen Perk holen, aber dafür brauchst du Level 100. Echt? Oh, hier im Schacht ist schon so einer, der einen Knochen wegwirft. Es gibt schon ein paar richtig geile Perks, aber da musst du halt... Oh, ich habe hier auch noch so einen Knochenmann. Auf einmal sind ganz viele Knochenmänner da. Das ist der, den ich... Echt? Das war meine. Aber ich schmeiß den Knochen auch erstmal hier hin, ne, weil wir ja gerade noch sammeln. Diese Rippchen-Boys sind aber auch wirklich nur in Schächten. In Schächten, ne? Ja. Ich find's gruselig, dass der Killer auch in den Schacht gehen kann. Ja, aber wenn würden wir alle im Schacht campen, das wäre ja dann auch irgendwie, ne? Das Spiel ist ja dazu konzipiert, dass man eigentlich immer wieder auf die Fresse bekommt und das immer wieder macht. Und normal spielen eh nur totale Noobs, weil da kriegst du eh keine Erfahrung für. Wie? Du kannst ja auf Schwer und Albtraum spielen. Wenn du auf Albtraum spielst, kriegst du halt schon einen schönen Batzen Erfahrung, wenn du weit kommst. Auf Normal gibt's halt normal. Ach so. Die leichteste Stufe. Ich bin auch ehrlich, mehr werde ich nicht verkraften. Ja. Es gibt ja Leute, die sind so super krass eingespielt, ihr müsst euch mal angucken. Die sind also wirklich, das ist ein Ballett. Das ist ein Ballett der Innereien. Das ist Kunst. Das ist Kunst. Schon wieder so ein lästiges Warzenschwein. Pumba. So. Pumba. Ah, Servus, dann kannst du ja alles durchgucken. Ich hab einen Schlüssel. Zurück. Yay. He's got the key. He's got the key. Ey, hier oben in dieser Cafeteria war ich noch nie drin. Hallo? Ich habe auch noch nie K gedrückt. Wir haben einen zweiten Schlüssel gefunden. Nice. Merkt euch immer die Nummern. 2 und 2 bislang. Sehr schön. Ja, wir brauchen, ich habe noch einen gefunden. Moment, 4 ist welchen? Der Schlüssel eigentlich. Warte mal, wenn ich jetzt 4 mache, ne? Ich glaube, das ist der Schlüssel, wo der Haufen mit dem Generalschlüssel drin ist. Okay, ich habe 1 und 2. Halle. Okay, wir haben 1 bis 4 dann jetzt. Okay. Dann habt ihr 1 bis 4. Oh mein Gott. Fehlt da noch 5, oder? Mhm. Ja, und halt dieser eine Schlüssel, wo alles aufmacht. Und der ist, glaube ich, in der 4 drin. Ja. Also war letztes Mal. Wenn es immer gleich ist, dann ist er da wieder. Ist, glaube ich, immer gleich. Okay, ich habe Items zum Schlachthaus gebracht. Oder zum Schlachtdingsbums. Soll ich mir die 4 aufmachen? Ja, weiß nicht. Warum sollten wir die anderen denn überhaupt nicht aufmachen? Na, weil wir erst die mobilen Schweinchen. Da gibt's ja einen Käfig, der macht halt 4, 5 Schweine auf einmal frei. Die rennen dann halt auf die Karte rum. Oh Gott, dieses Game. Kacke, wo ist denn die 4? Ich bin normalerweise nicht so schreckhaft, aber das ist ganz schlimm. Es kommen hier schon die Eber. Ne? Die Eber. Eber. Jetzt bin ich wieder bei der 3. Ich komme irgendwie immer falsch rum. Ich finde einfach die 4 nicht. Ja, ich versuche gerade auch durch die Schächte, weil da gibt es diesen einen Raum. Wo bist du denn, Kies? Ich komme jetzt, glaube ich, zur 4. Ich habe noch so eine Ölkanne gefunden. Ich warte mal hier in der 4 auf dich. Lieber mal, das ist wieder der. Da muss eigentlich die 4 hier drüben sein. Ja, okay, jetzt bin ich bei dir. Guck mal hier ist die 4, ja. Also beim letzten Mal war, soweit ich... Nee, in der 2 war der... Hast du einen Knochen? Nein. Also oben ist, glaube ich, nichts mehr. Ich kann einen Knochen holen. 5 fehlt. Noch 5 fehlt uns noch. Dann, ich habe einen Knochen. Ja. Aber guck mal, die 1 fehlt auch. Was in Scheiße denn drin vielleicht, kann das sein? Ich habe den dritten... Ja, in Kacke ist noch. Bestimmt hey, was drin. Lauf mal nicht weg. So. Du musst jetzt eh Viecher zerhäckseln, weil sonst kommt hier eh nichts mehr, sonst spawnt ja nichts mehr. Kann ich das Schwein eigentlich auch fallen lassen und dann wieder aufheben? Ja, obwohl, weiß ich nicht. Ah, ich habe einen Schlüssel.
Nee, kann man nicht. Ich hab den Käfigschlüssel. Oh, nice. Aber hab ich jetzt einen Knochen verschwendet? Dann hast du einen Knochen verschwendet. Woher kommt das Schwein jetzt? Ja, das hatte ich gerade in der Hand. Ich hab's im Fallen gelassen, um zu gucken, ob ich's wieder aufheben kann. Hast du es aus dem Käfig rausgeholt? Nee, weil hier ist dieser Bree noch drin. Okay, ich hol das Schwein jetzt. Dann let's go. Aber jetzt haben wir keinen Knochen mehr, ne? Doch, ich hab den Knochen drauf. Hier ist geholt. Einer. Ich hab auch einen. Ja, also man darf das Schwein nicht jetzt fallen lassen. Okay. Ihr kommt mal mit euren Knochen. Treffpunkt vorm. Ich hab nur ein Schwein. Achso, okay. Weil ich kann jetzt diese ganzen kleinen Schweine freilassen. Da ja, warte, ich komm zu dir. Kannst du direkt. Oh, hier rennt eins rum. Das war komisch, gell? Ja, ich hab zwei. Kann schon mal ein Schwein aufhängen, das mach ich mal. Befreit. Wo kommen die denn? Ah, okay. Nein! Och nö, ich hab die falsche Taste gedrückt, hab das Schwein fallen gelassen. Klassischer Papo, ne? Der klassische Papo. Klassische Papo. So, dann hänge ich das jetzt oben auf. Hä? Ach, der im Schacht ist jetzt oben im Schacht. Oh, hier ist noch ein Schwein. Achso, das war deins, ne? Aber jetzt haben wir keinen Knochen mehr halt, ne? Ja, ich hab den Knochen wieder. Das ist ja gruselig, Mann, ey, einfach nur. Ich bin so nur dumm, ey. So dumm kann aber wirklich keiner sein. Also hier oben chillt es. Oh nein. So, jetzt haut der mal. Der Schwein macht alles richtig. Jetzt haut mal die Dinge im Mixer. Grindet die Dinger mal ordentlich kaputt. Ich hau den jetzt rein. Das miese kleine Schwein. Das kleine Schwein, was ihr gesucht habt, was vom Papo ist, ist übrigens beim Grinder oben im Schacht drin. Falls ihr sucht. Oh nein, das ist sau bei mir, ist doch nicht dein Scheiß Ernst, ey. Ich bin am Fett. Hier oben ist das drin, ne? Ja, warte, ich hol's gerade, kommt gleich zu dir da. Maschine läuft. Vorsicht, der Dude kommt da auch gleich, ne? Deswegen. Ja, ich häng schon mal das nächste Schwein auf. So mit E, richtig? Ja. Ja. So, zack, hängt. Er kommt hier direkt gleich aus dem Schacht raus, wenn du so Bescheid bist. Ich finde, Schweine haben irgendwie menschliche Bäckchen, ne? Wenn ich jetzt so auf die Schweinebacken gucke beim Absenken, sieht wie ein Mensch aus, so ein bisschen. Die Schweinebäckchen. Ich sage euch, wie es ist. Ein Schwein, das ich groß ziehe, kann Schlüssel. Ich niemals schlachten und essen. Ich hab fünf, oh, ich hab fünf. Fünfte, ja. Wir haben alle. Hoffe ich. Ich hab auch einen Knochen. Nee, zwei fehlt noch, oder? Ne, wir haben 1 bis 5 dann jetzt. Okay. Ich hab einen Knochen. Jetzt noch eine Lampe, eine Batterie. Ich hol die jetzt aus dem Mini-Käfig da hinten raus. Ich befreie jetzt die Schweine. Okay. Da sind 1, 2, 3, 4, 5 Schweine drin. Mhm. Und sie rennen. Was ist das, in der Scheiße zu wühlen? Oh mein Gott. Hier ist noch eins freilaufend. Hä? Ich bringe wieder ein Schwein zum Grinder. Oh, der Bree ist hier. Knochen. Was führt das an das hier? Give me the bone. Oh Gott, warte mal. Mit G hindroppen. Bones. Ja, aber er hat den Bones fallen lassen. Warte mal, wo ist er denn? So, wo ist das Schwein? Wo ist das Schwein? Hier. Bones. Wenn das alles Bones, ein Schwein. Bones. So, ich hab eins. So, und jetzt schnell ranhängen. Also, ich habe ein Schwein schon rangegangen, aber noch nicht reingegrindet. Okay. Ich dachte, wir können es vielleicht besser timen. Ein Schwein ist in der Mitte, Grinder, diesem Mittelkäfig. Hier ist der Grinder. Haben wir noch einen Baller? Ich baller's weg. Nee, ich guck mal, ob ich noch einen finde. Oh ja, das Schwein. Das ist Eberhard. Das ist mein Lieblings-Eber. Geh mein Schwein dann anhängen. Ist weggeknallt. Ich kann ölen. Öl? Öl, kleiner Ölibar. Öle, wie du noch nie geölt hast. Ich öle so schnell. Ich bin der ölende Öler. Schwein hängt. Und Öl ist fertig. Und Schwein ist schon so gut wie drin. Oh, ach, da kommt er. Der Brater. Ihr könnt wieder ölen. Ihr könnt wieder schön Kettenfett drauf. Ja, okay. Der ist gerade direkt daneben. Ich glaube nicht, dass der gerade ölt. Oh Gott.
Der hätte ich aber auf jeden Fall ordentlich aufgesnackt. Ich hol dich. Ja. Ich hol dich. Ihr könnt nach Knochen suchen. Wenn ihr die Maske wieder abnimmt, das wäre so glücklich dann. Jetzt glaube ich, sind die Knochen oben, ne? In den Schächten höchstwahrscheinlich. Auf jeden Fall irgendwo in den Schächten. Hier oben ist auf jeden Fall ein Schwein. Also ein Piggity-Pig. In der Mitte war noch ein Piggity-Pig-Pig. Bist du wieder da, Likey? Hier ist noch ein Pig. Nein, noch nicht. Oh mein Gott. Oh, hier oben sind super viele Schweine. 3 Stück sind oben in den Büroräumen. Office-Pigs. Eine Office-Sau. Die Office-Sau. Oh, ich habe einen Knochenmann gefunden. Okay. Wieder da, Likey? Ich komme jetzt wieder, ja. Okay, ich hol dich. Oh, ich habe einen Knochen. Wo? Im Schacht. Ich muss den euch bringen. Das werdet ihr es hier sind niemals sehr viele finden. Schweine im Schacht. Ich habe ein Schwein. Ah, okay. Oh, hier ist noch ein Knochen. Oh, shit, ihr müsst echt zu mir kommen. Ja, aber wo ist... Oh, shit, das ist doch voll die dumme Ecke. Ich schmeiß die kurz raus, dann könntet ihr euch holen. Ich bin am Grinder, ne? Ja. Ich komme auch zum Grinder. Okay, dann hol mal Likey, weil dann tue ich mal die Knochen hier irgendwo hin. Unten ist noch eine Sau. Ey, hier oben sind super viele Schweine. So, hier bin ich. Hier, Knochen einmal. Warte, ich kann dich gerade nicht heilen, weil ich muss erst das Schwein aufhängen. Ja, pack erst das Schwein an den Haken. Ich hol mal den zweiten Knochen. Erst wird das Schwein an den Haken und danach hol ich das Schwein. Knochen, oh. Ich hab den Knochen von Knu. Und ich hab den zweiten Knochen jetzt. Auf. So, okay, ich komme. Ich kann dich da gerade nicht so richtig heilen. Jetzt kann ich. Gut. Okay. Ich hau das Schwein schon mal rein. Jo, ihr könnt grinden. Ich kann danach ölen. War das, wie viel ist das dann? Werden wir gleich sehen. Müsste das 5. jetzt sein, glaube ich. Oh ja, okay. So, ich also jetzt geht die Action richtig los, jetzt ne? Jetzt geht's so, ja, so langsam warm. Genau, ölt das Ding gleich nach. Gut. Wir haben auch noch nicht genug Öl hier, ne? Wir müssen noch mehr Öl herbringen. So, oben war noch Schwein, suchen, habt ihr gesagt, ne? Ja, also ich bin gerade mit Kisi unterwegs oben. Ich glaube, hier ist der Dude. Ja, der ist doch schon tot! Oh mein Gott, ich muss hier aber ganz link weg. Der macht jetzt dir nichts mehr. Nimm meinen Knochen. Ich habe noch einen Knochenmann gefunden. Der macht jetzt eh nichts mehr. Jetzt dürft ihr eigentlich erstmal nichts machen. So, du hast das Schwein? Okay. Ich hab das Schwein. Genau auf deiner Leiche. Hier ist noch ein Medkit. Leg da mein Knochen zu mir. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay. Aber unten war doch noch ein Schwein, ne, bei diesem Käfig hier. Hier ist noch Batterie, nimm die mit. Nee, ich hab einen Knochen. Okay. Ich hab auch einen Knochen. Wo ist der Gefrieri? Hier ist noch ein Schwein, hier bei mir. Ja, hab ich. Los, hol dir das Schwein, hol dir ein Stück Speck. Wie kommt man hier rein? Ah, hier. So, okay, ich häng das auf. So, da bin ich wieder. Ist es gefettet? Oder ist jetzt der Typ, ne, wie nervig. Ja, der ist oben auf jeden Fall, ja. Ja, der geht jetzt durch den Schacht. Okay. Tschüss. Ich bin wieder hier back in business, ne? Und neben mir ist direkt so ein Knochendude. Holen wir erst den Kies, bevor wir das jetzt hier aufhängen. Also, oder? Bei mir, also, bevor wir das bei mir ist ein Medikit. Ja, okay, du kannst ein Medipack nehmen und das holen. Ich hol dich. Also, ich hab hier all you can eat. Ja, wir brauchen unbedingt noch Öl. Wir brauchen unbedingt gleich Öl. Okay. Öl. Ja, warte, dann lass ich den Knochen. Ja, dann lass ich aber den Knochen mal hier oben liegen, ne? Ja. Und ich hole kurz Kisi. Also hier liegt auch ein Medikit, du musst kein Medikit holen. Ich lieg direkt neben dem Medikit. Ja, ich habe auch keins dabei. Und dann ist direkt noch hier so ein Typ, den kannst du direkt wegschmelzen. Okay, nice. Dann haben wir noch einen Knochen. So, ich habe noch einen Knochen. Vielleicht ist hier noch irgendwo ein Schwein. Kommt, glaube ich, auch gleich wieder. Wir nehmen mal ein Medkit mit, hier liegt noch eins im Regal sonst. Das kann man gleich mal unten rein. Oh, oh mein Gott! Genau oh dafür. Mein Gott. Das war viel zu nah. Oh. Ich war zu greedy. Alter, jetzt shake doch down wieder diese Anlage, ne?
Ja. Er ist im Grinder-Raum gewesen. Ich glaube, hier oben ist noch eins, sonst gucke ich jetzt mal. Ich kann sonst auch noch eins aus dem Käfig holen. Dann lass mich kurz eins aus dem Käfig holen. Ich glaube, hier oben ist noch irgendwo eins. Wie fehlen denn jetzt noch? Drei? So, ich fress kurz die Scheiße. Ja, ich glaube, okay, es fehlen noch vier wieder. Momentan. Okay, ich hole noch eins. Ich habe eins. Ich häng's auf. Warte mal, wer holt ist jemand gespawnt? Ja, genau. Du hast ja ein Medkit, glaube ich, dabei. Hallo. Guck mal, wie schnell ich wiederbelebe. Was läuft der Sack da oben lang? Ups. Ja, du, wie schnell du mich gehealt hast. Ja, okay, crazy. Drei Stück hat gemacht. Tja, das geht halt nur mit dem Quick Revive Perk. Da kannst du den 70% schneller jemanden wiederbeleben. Ja, der handelt wieder, ne? Ja, und ich habe ja meinen Schweini in der Hand. Wir brauchen noch Öl, ist das richtig? Ja. Ja. Ich habe Öl, da ist noch ein Medipack. Gut, pass auf, ich habe ein Schwein in der Hand, ich will nicht sterben. Okay. Er ist ein Grinder. Kann jemand Öl nachfüllen? Ich bin auf dem Weg zum Grinder. Ich hänge jetzt dieses Schwein da oben auf, koste es, was es wolle. Ah, da hängt schon eins. Nein! Schnell! Ich muss ölen. Ja, okay. Und dann schnell drehen. Ich hab ein Medi. Oh Gott. Oh Gott, da ist er auch noch. Ich bin jetzt, glaube ich, gleich tot. Nee, alles gut. Ich drehe. Okay. Wenn einer stirbt, dann bin ich das, Gnu. Keine Sorge. Ist jetzt jeder wieder am Leben oder ist noch einer tot? Ich bin noch tot. Okay, 7. Oh, mein Schwein ist voll durchgedreht, weil er gesehen hat, wie das andere stirbt. So, anderes Schwein hängt. Ich hab nochmal Öl. Gut, Öl muss nochmal rein. Ich hab einen Knochen. Hab geölt. Ich bin wieder da. Ich hab jetzt aber kein Medkit dabei. Ich hab einen Knochen. Ich werde versuchen, das Öl zu bringen. Kann jemand ihn wiederbeleben? Ich bin schon wieder tot. Von euch, oder? Okay, jetzt wird's langsam unangenehm. Ja. Okay. Hier ist jemand. Hast du ein Medkit? Hier kriegt jemand zu mir. Ja, ich bin direkt hinter dir. Hast du ein Medkit irgendwo? Oh, da war irgendwo an der Tür war rechts eins. Toll, wir sind noch zu zweit, ne? An irgendeiner Tür. Aber hier ist übrigens Öl. Ja, das brauche ich nicht. Ich brauche jetzt ein Medkit. Wow. Ich suche noch Medkits, aber ich finde keins. Hier meinst du? Ich hab eins. So, ich bin jetzt auch wieder da. Ich hol. Don Papo. Ei, Papi. Ja. Wo hängt der denn? Ah, hier ist ein Schwein. Und quick. Oh, hab ich das auch geholt? Ja, du hast ihn noch geholt. Alter. Wo ist das Medkit? Ein RIP. Medkit ist weg, das war vorhin oben noch. Mach was daraus. Unten ist eins. Mach was aus deinem Leben. Ich versuch's. Direkt unter uns, warte, ich kriech zum Medkit. Ich glaube, ich sehe eins. Ich öle. Da runter und dann links. Zwei Schweine noch, oder? Ja, aber die sind halt die schwersten, weil es im Dauer-Rage ist. Links in diesem Käfig drin ist ein Medkit. Ich bin schon wieder zurück gleich. Ich bin wieder links. Da. Okay, Der Dude ist bei mir. Bei genau, jetzt ist der Dude. Hier mittig. Hier drin. Warte, ich krieg genau hin. Warte, hier vorne drin. Ich kann nicht holen, ich kann nicht holen. Ja, natürlich. Oh, es leckt. Aber du warst direkt vor dem Medkit. Bleib stehen. Ich hol ihn dann, ich kann schneller wiederbeleben. Ja. Oh Gott, er steht direkt da vorne. Da liegt auch der Knochen oben. Ja, da vorne drin ist das Medkit. Ja, ich sehe es. Da ist ein Knochen. Er geht hab hoch. Ich? Genau, das war meiner. Nimm den ruhig. Ja, habe ich. Wie viele Schweinchen fehlen denn noch? Ich bin wieder da. Zwei. Ich gehe jetzt zum Grinder. Kümmert euch erstmal um Schweinchen und alles. Boah, ich bin total mad in der Hose. Ah, hier bin ich sogar. Habt ihr Medkit? Ich scheiß mir gleich ein. Oh, ich kann das Ding nicht besiegen, das Schwein. Ich hab nicht genug. Lauf. Oh mein Gott. Komm zum Grinder in die Mitte, macht euch Öl. Brauchen wir noch Öl, ist die Frage jetzt. Ich glaube nicht. Wo sind die Schweine? Also ich habe oben eins gesehen, unten war eins. Ich habe ein Schwein. Ich hab noch eins. Ah, der Dude! Ich bin tot.
Bei mir oben ist das Schwein in dem Schacht. Ich hab noch den Knochen hingeworfen. Hol schnell, Papa. Ja, nimm das Schwein und häng's vielleicht oben auf. Ich hoffe, oben hängt keins. Das Problem ist, wir müssen Gnu holen. Naja, ich hab ein Medkit, aber ich muss. Ich weiß nicht, ob Quinn Keys, wo der dann wieder auftaucht. Dann hol doch mich! Warte. Ja, das ist. Das Problem ist, zwischen dir und mir ist der Dude. Ich bin gleich wieder da. Ich laufe zum Grinder. Okay, ja. Ich habe das Schwein aufgehangen. Ja gut, ich komme zum Grinder, hol dir ein Medkit und heim. Ich komme wieder zurück. Ich seh dich. So, hier sind ganz viele Medkits. Andere Seite, oh. Wer ist das da oben beim Grinder? Der ist unten, der ist unten. Ich bin auch beim Grinder. Oh mein Gott, der geht jetzt zu dir, aber Papa, ne? Okay. Du kannst von oben runterspringen, geh auf die andere Seite und heil uns beide schnell. Mach zuerst. Ja, schnell. Er kommt. Oh, ich hab's noch. Lauf. Kann ich dich bewegen? Okay, schnell, hol mich, ich bin hier. Aber ist okay. Der Trade war richtig. Bleib stehen. Wichtig. Okay, ich hol gleich mal das hier. So. Aua. Ich hab auch direkt ein Medkit mit Papo. Oben ist das Schwein. Oben ist auf jeden Fall noch eins. Ist es dann das letzte Schwein? Ich glaube, in dem Gang ist auf jeden Fall eins, in dem eins hängt schon. Oben drin schon. Der kommt. Okay. Ich versuche das Schwein oben zu holen. In dem Gang. Papo, sag, wenn du da bist. Ja, ich muss, noch ein paar Geister kaputt machen. Einen brauche ich noch, einen Geist. Oh, der wird jetzt mich eh holen. Der wird mich gleich holen. Ne, er ist unten bei den Schweinen. Okay, ich werde jetzt wiederbelebt. Steht unten an der Tür. Ach, du bist bei mir. Ich hol dich. Ich seh gar nichts, wo bin ich? Kommt jetzt hoch, Kies. Oh Gott, Hilfe, hau ab. Nein, er hat mich! Nein! Und hol mein Medkit. Schwein ist weg oben, das Schwein ist weg. Ich hab ein Medkit. Okay, gut. Bei mir ist auch direkt ein Medkit. Oben ist das Schwein, aber ich hab keinen. Knochen liegt hier oben irgendwo, glaube ich. Ich hab keinen Knochen. Gott. Ich komm mal außenrum wieder. Komm schon zu Papo. Du musst durch den Schacht. Ich hab kein Medkit. Sonst würde ich ihn da hinten holen. Ja, hier, Medkit liegt hier noch. Aber der Dude rennt hier halt auch rum, ne? Er wird wieder Med. Ich bin auch wieder da. Gerettet. Wie auch immer das war. Das war ich. Oh mein Gott. Ich glaube, ich komme zu dir, Gnu. Ja. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Hier ist sogar ein Knochentyp. Ich habe ihn nochmal abgelenkt. Sehr gut, sehr wichtig. Wir haben hier sogar einen Knochen-Dude. Komm. Den Knochen holen wir. Okay, das schnell. Ist der letzte, ne? Ja. Ah, ich bin tot. Keine Chance. Ich konnte jetzt noch ein bisschen hinhalten. Macht was draus. Oben ist das Schwein. Oben ist das Schwein. Boah, hier direkt vor mir. Hast du ihn getötet? Gut. Okay, ja. Wo ist das letzte Schwein? Oben, wo ich gestorben bin. Wo bist du gestorben? Oben. Okay, ich gehe das Schwein suchen. Kannst du das Schwein, das noch hängt, machen? Gitterdingsgedöns. Okay. Gitterdingsgedöns. Ich mach das. Oh, ich hab's gefunden. Wo, ich komme mit Knochen. Ich spring rum. Der Schwein hat, darf nicht sterben. Der wird mich jetzt gleich bekommen, glaube ich. Das Problem ist. Oh Gott, Hilfe. Bin hier. Okay, letzte Fettung ist drin. Wo ist das Schwein? Da, wo es leuchtet. Ja, hier rein, links. Hinter dir. Likey, wenn jetzt Papo das Schwein nimmt, musst du dich vorhin schmeißen. Ich bin wieder da, also. Ich nehme das Schwein. Dann kann mich potenziell wiederbeleben. Umgekehrt. Ich bin direkt neben dem Medkit. Ich komme. Nee, bleib bei Likey. Wenn der Schwein verliert, ist nur im Arsch. Papo und Likey bleiben zusammen. Okay. Ich hol Kies. Ich bin gerade eingesperrt, ich hol dich gleich Kies. Lauf schon mal zum Grinder. Der holt mich. Ich kann ihn vielleicht aufhalten. Okay, renn, Likey. Bei mir ist ein Medkit. Okay, gut, ich komm. Sobald die Kacktür mal aufgeht. Oh, ja, die Tür ist zu. Jetzt. Okay, ich komm. Ist offen. So, schnell lauf. Komm, das letzte Schwein. Zergrindet die Scheiße aus dem Schwein. So. Peace, I'm coming for you. Mein Stress. Schwein hängt. Okay, los, dreh das Ding. Grindet die Kacke raus auf ihn. Das ist Medkit. Warte, ich muss kurz das Ding wegmachen. So, jetzt, let's go. Uhuhuhuhu. Und Kizi ist wieder am Start. Yay, let's go. Hier ist noch so eine. Ja, hab ich genommen. Ich bin auch wieder da. Ja, haben wir noch ein Medkit irgendwo? Oh mein Gott, ich bin tot. Shit, wir müssen einer auch noch drehen, ne? Einer muss drehen gehen. Ich versuch's. Schwein! Dieser Stress.
Schweine, so viele Schweine! Der schreit voll rum. Wer ist denn noch am Leben? Wir beide. Lass schnell grinden. Hier rein. Da rein. Ne, hier. Oh nein, okay. Er ist on the run. Ich bin am Grinder. Nein, ich bin tot. Ich grinde. Oh mein Gott, ich grinde. Sie grindet das Game. Ich sehe es. Ja, ich hab gegrindet. Ja. Ja. Oh mein Gott. Was ist mit ihm? Haben wir es geschafft? Oh Gott. Geht's nicht gut. Oh Gott, ich hab gegrindet. Geht's nicht gut. Wer ist hier bei mir? Oh, Brody, ja. Was meinst du? Ja, du Schwein. Oh Gott. Ich schau grad zu, wie er eliminiert wird. Ja, ich will auch. Eliminiert. Ich hock daneben. Ich nicht. Ich seh gar nichts. Aber da kommt noch eine Katze. Ich seh auch nichts. Sieht so aus, wird er versuchen, Liegestütze zu machen, es nicht schafft. Ja. Team Spirit, Leute. Wow, wir haben es geschafft, Mann. Oh Gott. Ja, ich sag's euch, wie es ist, ne? Hätte Momo direkt mich dazu geholt. Ja. Oh, fällt jetzt irgendwas da rein, ja, oder? Entschuldigung, Max. Ja. Ab in den Grinder, Mann. Oh. Wie wir da stehen, wie so Sektenmitglieder, ne? Einfach Fanta 4. Ja, krass. Victory! Oh mein Gott, es war voll einfach. Überhaupt nicht. Ja, irgendwie was. Crazy. Claps in den Chat. Guck mal, es gibt fast keine Erfahrung irgendwie. Ne? So ein Ritualschuss habe ich jetzt bekommen, Level 6. Also ich finde, da sollte man auf jeden Fall mehr kriegen. Gerade weil halt, wenn man das letzte Level, was ja wirklich das Schwierigste war, sollte sich schon deutlich abgrenzen von dem ersten. Ich weiß, ich fand Geisha irgendwie ekelhafter so ein bisschen, muss ich sagen. Was soll man denn für 3 Perks am besten nehmen? Was empfiehlst du denn? Boah, ich bin auch kein Experte. Ich habe mir hier schneller Wiederbeleben genommen, das ist schon ganz nice. Was gibt's denn noch? Starke Batterien. Wenn du von Azazel verfolgt regenerieren wirst, dann kriegst du 25% mehr. Du kannst auch runterscrollen bei den Perks, ne? Ja, oder starke Batterien, UV-Ladung generieren 50% schneller. Guck mal, gutes Gedächtnis ist eigentlich ziemlich geil. Der letzte Ritualgegenstand wird hervorgehoben. Ausweichen, oh ja, das ist ja Actually ziemlich gut. Ich glaube, ich nehme es mit der Taschenlampe, oder? Du wiederbelebst mit Spieler 70%. Das ist auch geil. Unter Druck, lange Interaktion, einschließlich Wiederbeleben sind 150% schneller, wenn der letzte Spieler am Leben ist. Also da geht es Kurbeln schneller, das Wiederbeleben schneller, das ist schon krass. Was aber auch crazy. Cool ist, die Schnelligkeit von Azazels Sklaven wird um 50% verringert, wenn du in der Nähe bist. Das ist halt auch für Koop ziemlich geil, wenn dann so einer ist, der alles downslowt. Soll ich dann das nehmen oder die starke Batterie? Ich nehme halt das mit downslowen. Entsperren. Yay. Auswählen. Okay, Leute, das war krass intensiv. Mega stressig. Wir haben es geschafft. Claps. Und wir freuen uns auf hoffentlich bald eine neue Devourer-Map. Also, die hat ein Jahr gedauert. Also, wieder in einem Jahr sehen wir uns. Cool. Yay. Nice. Ciao. Tschüss. Tschüss.